Okay, Freunde, lass uns starten. 3, 2, 1 und zack. Wir haben uns verwandelt zum Galaxy Uchi. Und ihr fragt euch, warum? Ich kann es euch sagen. Um meine Freunde so richtig zu pranken heute. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Denn heute muss ich als Galaxy Uchi überleben und den Enderdrachen besiegen. Let's go. Liken, abonnieren nicht vergessen. Sam Lucky, denkst du, wir schaffen das? Ich meine, wir haben nicht mal einen Skin, Junge. Wir sehen aus wie Void. Ein Vorteil hat's, Uchi. Du bist nicht mehr hellblau, Junge. Jetzt bist du endlich mal wieder normal. Ja, was redest du da? Hellblau ist die schönste Farbe, Junge. Jetzt sieht man meine schöne hellblaue Farbe nicht mehr. Oh ja, das ist echt gut für meine Augen. Jetzt sehe ich nicht mehr dieses helle, ekelhafte hellblau, ja? Wenn du einfach so rumsneakst auf dem Boden, dann tarnst du dich einfach komplett. Man sieht dich gar nicht mehr. Ja, Uchi, du tarnst dich komplett. Ihr seht, Leute, wir sind nicht nur Void geworden. Alles, was wir berühren, egal was, wird zu Void, Leute. Guckt hier, bam, ich will das abbauen. Ich will Stein abbauen, ich will Erde abbauen. Alles, was ich berühre, wird halt einfach zu Void. Uchi, was passiert, wenn wir ein Schwein abbauen? Da fällt mir was auf. Genau das wollte ich gerade sagen, Uchi. Ein Schwein abbauen, ich meine natürlich töten. Lass Let's uns aber töten, go, komm Bro. Her. Das ist zu Void geworden. Okay. Bist du Void geworden, Bro? Void-Schwein, Junge! Erledigt das Void-Schwein! Komm her, Alter! Es gibt nur einen Void-Master, Junge, und das sind wir, ey! Batz! Oh, der hat sogar leckeres Essen gegeben. Denkst du, dieses Essen ist Void-infiziert oder sowas? Ich hab keine Ahnung, Uchi, aber warte mal, wenn wir alles zu Void verwandeln, wie sollen wir uns dann Void-Items craften? Ich meine, wir brauchen eine Crafting-Bench! Stimmt, wie machen wir eine Crafting-Bench, wenn wir nichts abbauen können und alles, was wir berühren, zu Void wird, Junge. Ach du. Ich glaube, Holz ist eine Ausnahme, Uchi. Alles gut. Das wird wohl nicht so sein, dass Holz sich auch so Void verwandelt. Nee, Uchi. Oh, zack, ich teste aus. Let's go. Sam Lucky, das Schwein neben mir, oder die Kuh, meine ich, ist gerade einfach im Void verschwunden. Was? Und Uchi, mir ist gerade aufgefallen, wir können kein Holz farmen. Das geht nicht, Uchi. Warte mal, wie sollen wir dann den Enderdrachen besiegen? Uchi, wir können das Void abbauen. Wir können LOL. Das abbauen. Schau mal. Als ob. Was? Das heißt... Okay, wir können Void abbauen, aber wir können nichts anderes abbauen. Was bringt Villager uns Void? Wie sollen wir alleine mit Void? Warte, denkst du, im Villager-Dorf können wir eine Crafting-Bench finden? Nein, ich meine, da hinten ist ein Villager-Dorf und wir können da wirklich eine Crafting-Bench finden und dann vielleicht irgendwas aus diesem Void craften, Uchi. Boah, das wäre halt wirklich OP. Aber ey, Simlaki, hol erstmal ein bisschen Essen mit, Junge. Uchi, schau. Wie sieht das scharf aus, Alter? Hier komplett schlecht, aber was ist das, Uchi? Ey, ich glaube, wenn wir die Tiere erstmal zu Void verwandeln, dann können die im Void nicht verschwinden. Weil schau mal, wenn ich sie so... Guck mal, wenn die hier im Void sind, die verschwinden einfach. Schau. Und bam, das Schaf ist verschwunden. Alter. Mal, aber wenn wir es zu Void verwandeln, dann verschwindet es nicht, Bro. Schau. Lol, stimmt. Ja, okay, aber das müssen wir jetzt erledigen. Es gibt nur ein Void-Master. Das sind wir, Uchi. Weißt du ganz genau, ne? Let's go. Nicht vergessen. Lecker essen. Uchi. Okay, jetzt Lucky, lass mal schauen, ob wir eine Crafting-Bench finden. Ich will aber erstmal schauen, ob wir Villager auch zu Void verwandeln. Fische zu Void verwandeln. Oder einmal ein Void-Fisch, Alter. Okay, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt Villager Void-Dorf, Junge. Ich mache jetzt alles hier zu Void. Let's go, Villager. Bräh. Junge, wie sieht der denn aus? Junge, schau dir mal an, Junge. Weg mit dir, Villager. Batz, batz. Ich glaube, das ist nicht so eine kluge Idee, zu hitten, ne? Komm her, Mann. Ich krieg dich, Villager. Er ist einfach Void-infiziert, Leute. Wie komisch sieht der aus? Ey, ich bin so gespannt auf Eisengolem in Void. Eisengolem in Void-Form. In Void-Huh. Let's go. Nimm das, Alter. Ich wollte gerade ein Bett abbauen. Ist aber auch zu Void geworden, lol. Ey, Simlucky, was machen wir denn jetzt? Wir kommen auch richtig schwer an Essen, ne? Oh ja, Uchi, das stimmt wirklich. Ich habe 2 Rotten Flash. Ich weiß auch nicht, woher. Oh, und dann Essen. Oh, guck mal hier. Heimal, wenn du über das Feld gehst. Das ist ein Heimal, Uchi. Lol. Boah, würde ich jetzt gerne abbauen. Ich kann hier Kartoffeln und so farmen. Ehrlich? Ja, schau. Boom, let's go. Lol, richtig OP, aber Uchi, da sind Heuballen. Ich würde die jetzt so gerne mir gönnen, aber kann ich leider nicht. Stimmt, aber wir können Uchi, die ja nicht abbauen. Ich hab die Idee, wie wir an Eisen kommen. Der Eisengolem ist verschwunden im Void, dein Ernst. Alter, das wäre die einzige Möglichkeit, wie wir warum, an Eisen warum kommen. Warum hast du dich getötet zum Lucky? Ja, als ob ich einfach mit der Hand einen Eisengolem anhitte, Uchi. Das ist jetzt nicht das Klügste, ne? Okay, wir müssen uns irgendwie ein Schwert machen. Aber wie machen wir uns ein Schwert? Wir bauen eine Werkbank, Bro. Oh ja, komm, wir lass uns sofort eine Werkbank suchen. Dann kriegen wir bestimmt irgendwas Geiles. Komm, Werkbank. Leute, Werkbank. Ist eine Werkbank? Ich glaube, es gibt gar keine Werkbänke, oder? Gönn mir mal das Brot, Uchi. Denkst du, es gibt Werkbänke in einem Villager-Dorf? Klar gibt es Werkbänke in einem Villager-Dorf, Uchi. Du musst nur ganz genau in den Dörfern suchen. Und Void fährt, Leute. Und let's go! Eine Kiste. Kartoffeln, ja, kann man gebrauchen. Uchi, ich glaube, im Villager-Dorf gibt es keine Werkbank. Was machen wir jetzt, Uchi? Aufpassen! Creeper. Aufpassen! Der ist verschwunden im Void, Bro. Simlucky, ich habe eine Idee. Wir können zwar kein Holz abbauen, aber wir können einen Baum abbauen und ein Baum droppt uns bestimmt Stöcke. Weil er, guck mal, die Blätter droppen einem Stöcke. Ey, dann kriegen wir Stöcke, damit können wir uns bestimmt Void-Schwert craften. Denkst du, was geht, Uchi? Ja, aber dafür brauchen wir auch eine Crafting-Bench, Bro. Das ist mir aufgefallen, im Dorf gibt es einfach keine Crafting-Bench. Was machen wir jetzt, Uchi? Nehmen wir ein bisschen Creeper. Ich habe eine Idee, Uchi, was ich mache. Ich habe einen Creeper erstmal zu Void verwandelt, Uchi. Nee, nicht explodieren lassen, Uchi.
Renn weg. Okay, 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 renn weg. Ich weiß, was du für eine Idee hast. Komm mal her, okay. Zum Dorf locken. Zu diesem Haus, dann explodiert die hier und da wird dieses Holz kaputt gehen und es droppt ein Safe-Holz dann, oder? Das wäre richtig OP. Ey, Voice Creeper explodiert, ich bin so gespannt. Oh nein! Okay, putz! Und ja, wir haben Holz! Wir haben Holz! Boah. 5 Holz, Bro! Junge, ich bin Sprengmeister, Ukri. Kannst mich nennen, wie du willst, ne? Alter, niemals hat das funktioniert. Sprengmeister Simlucky, ey! Okay, Simlucky, lass uns jetzt austesten. Ja, wir können eine Werkbank craften! Junge, geil, Mann! Was? Okay, die müssen wir jetzt platzieren. Ey, und Simlucky, pass auf, dass du nicht zu weit machst, okay? Und let's go, ultra geil, Ukri. Platzier die Crafting Bench, Ukri. Platziert, Bro. Pass auf, dass du nicht drauf gehst. Alter, die ist da oben, Ukri. Warum platziert diese Crafting Bench? Okay, da oben? Und jetzt können wir sehen, was wir aus Void craften können. Junge, siehst du das? Ukri, gönn mal, ich will auch Holzstäbe haben. Alter! Ja, aber das kann man Void Boots! Wir können Void Boots machen. Void Boots. Wow, Alter, was können die? Rüstung. Kann man auch Schutzplatz machen? Alter, ich bin echt let's gespannt, go. Was die kann. Und Leute, man kann einfach fliegen. Was? Was? Ey, als man kann fliegen. Nee. Ich flieg gerade im Lacken, oder? Ich guck nach oben. Fliegst du bei dir? Ich guck nach oben. Du fliegst bei mir auch. Hä? Wie krass. Digga, einfach Kreativmodus. Alles ja ultra heftig. Wie krass, Mann. Junge, damit haben wir schon easy gewonnen, die Challenge. Ukri, sag dir so, wie es ist. Bro, warte, aber wie kommen wir zum Netherportal und alles? Ey, guck mal, Ukri, das wird nicht so einfach, ne? Ukri, ich kann das einfach, springen und fliegen. Ich mach einfach so in der Luft Jump. Oh, guck mal, wie schnell man nach oben kommt. Luftjump. Alter, das ist immer richtig OP. Guck dir das an, Ukri. Junge, wie komisch. Digga, schau dir das an. Wir haben die ganze Welt einfach zu Void verwandelt. Junge, wie krass sieht das aus? Ey, Freunde, aber man kann sich ja bestimmt noch mehr Items mit dem Void craften. Lass mal schauen, was man sich alles noch craften kann. So, wir geben mal ein Void. Yo, hier sieht man alle Items, die man mit Void craften kann. Man kann hier vorne Leder craften mit Void Membran. Da kann man aus diesem Void keine Ahnung, was man Virus Sponek? Man kann sich ein Void Schwert, eine Void Elytra, was? Man braucht dafür Leder. Und Alter. Man kann Void ja Virus. Oh, wie kriegen wir Glas? Am besten, wir müssen halt Sand explodieren lassen von einem Creeper und dann braten wir es im Ofen. 100%. Und irgendwie müssen wir halt auch in den Ofen kommen. Okay, Leute, Void Trident auch, Dreizack, was? Ein Void Bogen und eine Void Spitzhacke. Ey, wir müssen das alles heute machen, Simlucky. Ich würde sagen, du weißt ganz genau, ich mache mir jetzt, wir müssen irgendwie ein Holz kommen. Wir müssen irgendwie ein Holz kommen, Bro. Wir brauchen ein Void Schwert, Junge. Craft es jetzt mal. Okay, ich hab Holz. Also, ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein Void-Schwert. So, ich zack. Ich auch eins, Ukri. Gönn mir mal das Holz. Nee, das hab ich in die Luft gesprengt. Wo bist du, Simlucky? Ich bin bei der Crafting-Bench. Hier, gönn mal jetzt. Hier für dich. Boom. Boah, let's go, Ehremann. So, jetzt ich mach mir jetzt ein Schwert. Ey, die gibt's aber noch eine Void-Spitzhacke. Warum machen wir die uns nicht? Ah, ich weiß nicht. Lass uns ein Schwert mal ohne Spitzhacke, okay? Okay, let's go. Ich hab jetzt ein Schwert. Und wie krass ist. Wow, okay, Ukri, das ist ultra krass. Alter, warte, ich mach mir noch eine Void-Spitzhacke. Junge, das macht 9 Attack-Damage. Das ist einfach krasser als ein Netherite-Sword, glaube ich. Netherite-Sword macht 8 Attack-Damage. Junge, wie krass ist das? Ey, Simlucky, mach die Maul, Ich hab einen Creeper und hier ist Sand. Hier ist Sand. Ich hab einen Creeper, Ukri. Dann lass ihn direkt da explodieren. Ja, let's go. Ich geh da sofort. Ich lock ihn, Ukri. Du musst ihn erstmal anhalten. Nein. Was mach ich? Ich hab ihn angehalten. Ey, das war so knapp. Das war so ein Wolf verschwunden. Das war so knapp. Okay, let's go. Jetzt komm aber hierher. Warum unbedingt einen Ofen? Ey, das ist einfach dieser Creeper, der verschwindet im Void. Manchmal ist einfach unsichtbar. Boah, wie viel Schaden macht bitte das Void-Schwert? Das macht so viel Schaden, Bro. So, ja, Ukri, ja, schön, gut. Und jetzt, let's go, ich schaffe es, Freunde. Komm schon. Explodier, Junge. Explodier, du blöder Creeper, Junge. Ich sehe dich, während der explodiert. Doch jetzt. Ey, geklappt, Ukri. Ey, let's go, wir haben Sand bekommen. Ich weiß nicht, wie viel Sand ich habe. 23 Stück, Ukri. Boah, was? Alter. Damit können wir auf jeden Fall. Okay, wir brauchen jetzt nur noch einen Ofen. Und Simlucky, lass uns ganz viele. Mach dir auch mal schnell eine Spitzhacke. Weil ich glaube, was kann man mit der Spitzhacke. Bruh. Man kann halt mit der Spitzhacke einfach das schnelle abbauen. Das Void. Aber du kannst ja mit der Spitzhacke eh nichts abbauen, außer Void. Das bringt du absolut gar nichts. Ey, ich glaube, man kann das auch Void-Bogen machen, nicht? Ich kill da die beiden Spinnen. Aber guck mal, wie schnell. Man kann einfach alles direkt abbauen, das wird zu Void. Okay. Guck mal hier. Wir haben gerade einen Creeper. Das sind zwei Creepers. Ich lock den einen Creeper zu einem Heubalken, Ukri. Und die ganzen Spinnen gönn ich mir jetzt, mach mir einen Void-Bogen. Boom, komm her, Spinne, Alter. Die macht so. Ja, das Schwert macht so viel Schaden. Ey, die Spinnen sehen ja mal richtig cool aus, ne? Gönn ich die ganzen Spinnenweben, Ukri. Das ist richtig wichtig, Leute. Wir werden heute mit den ganzen Void-Items einfach den Enderdrachen besiegen. Das wird so spannend. Und Ukri, okay. Ich lock jetzt sofort die ganzen Creeper an. Let's go. Kommt mit. Guck mal, wie witzig das ist. Warte mal. Du musst die erstmal hitten, Bro. Alles. Ey. Jo. Ukri. Alter, was für hitten? Du hast dich gerade gekillt. Ey, das wollte ich gar nicht, Bro. Ja, pass auf, Ukri, was du machst, Junge. Boah, Alter, der hittet die einfach mit einem Schwert, das 9 Damage macht. Spinne, komm her. Alter, let's go. Wir können uns gleich den Voidbogen machen, glaube ich, Simlucky. Und, oh nein, die eine Spinne ist verschwunden. Oh ja, und ich kann mir gleich ganz viel Brot machen, denn ich krieg Bro, ganz nein, viel lass Heu. Lass lieber beim Holz, Bro. Wir brauchen Holz viel lieber. Ich brauche lieber Holz Essen, mehr. Ukri. Es tut mir leid, ich brauche Essen. Nein, so bleibt meinst du es ernst? Lass dich doch hier, guck mal, explodieren hier, dann kriegst du Essen und Holz. Es tut mir leid, Ukri, ich muss ihn hier explodieren. Warte mal, ja, wir brauchen Holz. Nee, Ukri, Essen ist wichtiger. Wir haben, guck mal, da hinten, da sind 4 Creeper, Junge. Lock doch auch einmal einen für dich an, ey. Hä? Lol, wie viele, Alter? Ich brauche Holz, Leute, kommt her. Oder alle 3 Creeper sind explodiert, Simlucky.
Das war's komplett. Junge, alle drei Creeper sind explodiert. Ja, komm, jetzt schlecht, Ukri, ne? Und mein Creeper hat mir nicht mehr das Heu gegeben. Geil. Alter, wir sind echt schlecht, Freunde. Egal, weißt du was, Blacky? Ich kann mir jetzt, glaube ich, einen Void-Bogen machen. Was? Boah, let's go, gönn dir mal. Yo, ich kann dir auch einen machen, Bro. Mach mal, Ukri, gönn mal. Guck mal hier, ich mach dir sogar eine Void-Spitzhacke. Boah, let's go. Okay, komm her, Blacky, hier. Void-Spitzhacke und Void-Bogen, gönn dir. Ich hab ein halbes Herz, Ukri. Ich brauch mal ein bisschen Hilfe. Unten, da unten liegt es. Was? Als wenn. Ey, ich gönn mir jetzt. Boah, ich denke, das ist krass. Ich schieß mal damit und. Boom! Ich hab mich getroffen. Hä? Was? Junge, was passiert mit dem. Hä? What the. What the. Alter, Jungle, was war das denn? Ich gönn mir. Warte. Ich hab jetzt auch einen Pfeil, Ukri. Ich teste es jetzt auch einmal aus. So, wo ist hier der erste Mob, an dem ich das austeste? Ukri, ich muss, glaube ich, an dir austesten. Es tut mir leid, Ukri. Oder wehe, du testest an mir aus. Meine. Wo. Warte mal. Hä? Einfach meine Boots sind kaputt gegangen. Ich kann nicht mehr fliegen. Okay, an der Spinne wird's ausgetestet. Und. Ich bin so gespannt. Oder am Skelett, Junge, komm her, putz! Warte mal. LOL! Ukri. Das ist ein Pfeil, der alles verschwinden lässt. Yo! Alter, ist der OP. Warte mal. Guck mal, wir testen es mal aus. Und zwei Zombies. Batz. Was? Das ist so krass, Ukri. Du weißt gar nicht. Junge, das ist der OP-Fall 3000. Damit lassen wir den Enderdrachen verschwinden. Okay, ey, Simlucky. Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall mehr Holz. Und dann versuchen wir ins Netherportal zu kommen, okay? Okay. Wir brauchen noch irgendwie Eisen. Hä, wie kommen wir in Eisen, Bro? Let's go, ich lass schon mal den Creeper hier gleich explodieren bei dem Holz und dann gönnen wir es doch Holz. Bro, Junge. Wir müssen an Eisen kommen, Simlucky. Ja, wir suchen ganz viele Villager-Dörfer und killen die ganzen Iron Golems. Easy, Ukri. Stimmt. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und, Ofen, weißt du, wie wir den kriegen? Nö. Entweder wir lassen Stein explodieren oder wir gehen einfach in Iglo, da gibt's auch einen Ofen, eine Workbench. Und zack, explodiert. Ich hab ihn explodieren lassen. Oh, ganz viel Holz, Ukri, und sogar Stein. Let's go. Okay, Freunde, was können wir als nächstes craften? Wir haben Void-Bogen, Void-Schwert, Void-Boots, Void-Spitzhacke. Als nächstes, ich will dieses Void-Leder bekommen, damit wir uns eine Elytra machen können. Wie krass wäre das denn, Lucky? Oh, lass uns das machen, Ukri. Das wäre ultra krass. Aber wie kommen wir an diese Void-Membran? Ich habe keine Ahnung, Ukri. Ich lasse hier kurz ein paar Creeper in die Luft sprengen und boom. Stein und ich habe ein Bett bekommen. Ultra OP für den Enderdrachen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen als auf die Suche nach einem Dreizack. Du weißt ganz genau, dafür brauchen wir unbedingt Prismarin. Und Prismarin finden wir im Meer. Weißt du, Simlucky? Okay, Ukri, let's go. Machen wir easy peasy. Machen wir easy peasy, Freunde. Und nachdem wir Prismarin gefunden haben und den Dreizack haben, werden wir ins Netherportal gehen. Davor machen wir was Wichtigeres, Ukri. Was denn? Wir machen ein Void-Delfin. Nein, der arme Delfin, der gibt uns doch Geschwindigkeit, Bro, im Wasser. Ich hab's geschafft, Ukri. Ey, ich nehme eigentlich Lava. Ich glaube, ich geworden bin. Ich glaube, wir können sogar ein Nether-Portal machen. Wir brauchen halt nur Eisen von einem Eisengolem. Ja, wir brauchen auch ein Villager-Dorf später. Also, Leute, wir werden heute noch alle Void-Sachen craften und damit den Ender dann besiegen. Schaut unbedingt bis zum Schluss, damit ihr herausfindet, ob wir es schaffen oder nicht. Und falls ihr wollt, dass wir es schaffen, Leute, dann lasst jetzt alle mal ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden. 1, 2 und... abonnieren und liken, damit wir es schaffen, Freunde. Let's go! Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, wie lange wir schon über das Meer fliegen, Junge. Und wir brauchen unbedingt Prismarinen, Bro. Und Prismarinen finden wir nur, Simlucky. Du weißt ganz genau, wann wir es finden. Wenn wir ein Monument finden, ich will eine Untergrundbasis finden. Warte mal, schau da vorne. No way. Niemals. Was? Oh, das ist einfach ein Monument und dort ist Prismarinen, Alter. Bro. Aber wie kommen wir an das Prismarinen ran? Stimmt. Ukri. Junge, du Pfeife, stimmt, wie sollen wir es schaffen, ne? Keine Ahnung, Bro. Kisten gucken, vielleicht gibt's da. Ja, vielleicht in die Kisten, Bro, das schauen. Ja, gut, Ukri, viel Spaß, ne? Ich hab den Idee. Ich lass dir für alle verschwinden, Junge. Kommt hier einer mir zu böse, Junge, lass ihn verschwinden. Batz, boom. Hab verschwinden. Ey, vielleicht bringen uns hier diese Sachen was. Nimm das, Alter, boom. Junge. Ich werd's dir abgeschossen, Alter. Nein. Der Pfeil ist so crazy, ne? Das ist richtig crazy. Let's go. Der ist richtig langsam irgendwie. Hab dich verschwinden lassen, aber ich krieg fett Damage, Steiner. Oh nein. Darum. Nimm das, Alter. Die sind richtig stark, die Teile, auch wenn unser Schwert stark. Oh, die droppen das, oder? Prismarinkristalle. Ja, let's go. Und nimm das, Alter. Boom. Einfach hier. Junge, was mache ich hier vorne? Okay, ich hab die Kiste, let's go. Was ist da drin? Komm schon. Ich kann sie nicht öffnen. Junge, was ist das denn für ein Mist? Alter, wir brauchen unbedingt irgendwie ein Schild. Oh, der hat mit Prismarin gedroppt. Sehr gut. Nein. Ukri, ich bin draufgegangen. Nein, ich habe eine Angel gefunden, Ukri. Wie, wo bist du draufgegangen? Was ist passiert? Ich habe eine richtig krasse Angel. Ey, ich komme jetzt sofort wieder zu mir, sag mir die Koordinaten, ich weiß, wo ich draufgegangen bin. Dann, okay, komm zu mir, Alter, wir werden so rasieren mit der Angel, ich sag's dir, Ukri. Let's go! Okay, ich bleib so lange hier. Oh, da vorne ist Prismarin, das nehme ich direkt mit. Let's go.
Okay, ich glaube, ich kann mir jetzt einen Dreizack machen. Ich brauche nur noch eine Crafting Bench. Okay, Freunde, wisst ihr was? Solange Simlucky zu mir kommt, ich mache mir jetzt einen Dreizack. Vielleicht ist der richtig OP, Leute. Da habe ich einfach so... Junge Leute, da bin ich einfach... Der Void der Weltmeere. Okay, Leute, wie craftet man den nochmal? Ich glaube, hier zwei Void und dann so. Boom. Ja, let's go. Ich habe den Dreizack, Simlucky. Alter, wenn du wüsstest... Oh, nein, ich werde attackiert. Junge, nimm das. Wir testen direkt aus und... Ist der krass? Wo ist mein Dreizack hin? Der ist verschwunden. Digga, der ist doch jetzt nicht alles... Oh, der ist rückgekommen. Lol, wie geil. Was ist das für ein Dreizack? Was kann er überhaupt? Der macht 4 Schaden, 9 Schaden. Okay, ist nicht schlecht. Boom. Und? Macht der... Der macht alle Blöcke anscheinend auch zu Void. Okay, interessant. Ey, Junge, lass mich in Ruhe. Also ich, Simlucky, fahre hier richtig viel Essen. Ich hole mir einfach diese Fische. Boah, zack. Ich mache die einfach One-Hit mit dem Schwert. Das ist richtig stark. Ich kann Fische einfach angeln, Ukri, aber irgendwie klappt das nicht. Hä, warte, komm zu mir. Ich habe für dich deinen Dreizack. Nimm das, Simlucky. Schau dir, der ist richtig OP. Der kommt wieder zurück, wenn du ihn steuerst. Guck, und boom. Der fliegt richtig weit. Ey, lässt er auch alles zu Void. Ich weiß nicht, alles, was er berührt, wird zu Void. Und der kommt wieder zurück. Weißt du was, Simlucky? Wir müssen jetzt das nächste Item craften. Wir müssen in einem Villager-Dorf und wir brauchen unbedingt Eisen, damit wir ins Nether-Portal kommen. Stimmt, du hast recht. Let's go. Lass uns das machen, Ukri. Freunde, was konnten wir nochmal als nächstes craften, als nächstes Void-Item? Was war das nochmal? Stimmt, den Virus. Oh, da sind ganz viele Creeper, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir werden diese Creeper jetzt zu Stein locken und zu Holz. Und dann kriegen wir den Ofen und können endlich unser Sand braten, um Glas zu erstellen. So, ich würde sagen, hier geht's runter zum Stein. Zack, 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 zack. Und wir brauchen ein bisschen... Holz. Komm schon, Creeper. Gönn mir Holz, Bro. Boom. Oh, let's go. Wir haben sogar einen Apfel bekommen und ganz viel Holz im Lucky. Schau mal. Richtig OP, Ukri. Und jetzt brauchen wir Stein. Lass uns mal die Creeper dort vorne zum Stein locken. Die zwei hier vorne. Ich hab schon 4 Bruchstein, Ukri. Und hier vorne ist sogar noch ein Creeper. Let's go. So, lock die mal alle zu Stein, Bro. Komm mit. Verfolg mich, Creeper. Ey, ich brauch noch ein Feuerzeug, Ukri. Ist dir schon klar, ne? Feuerzeug? Klar, Netherportal aktivieren, Ukri. Stimmt, ja, da müssen wir irgendwie an Eisen oder kommen halt, an ganz viel Eisen. Wir suchen ein kaputtes Netherportal, da gibt es ein Kistenfeuerzeug. Oder wir suchen halt Eisen und lassen die Creeper dort explodieren. Hier ist Kies, Ukri, weißt du was, ich lasse einfach den Creeper da explodieren, vielleicht bringt das was. Oh, Alter, der Creeper hat mich fast erledigt, aber dafür habe ich jetzt richtig viel Stein. Boom. Oh. Hä? Wo ist das ganze Stein hin? Nein, das Stein wurde vom anderen Creeper wieder weggesprengt. Ich habe nur einen Stein bekommen. Junge, du bist so lost, Ukri. Und, warte mal, Ukri, mir ist gerade aufgefallen. Junge, wie krass ist das Voidschwert? Guck mal. Ja. Du hältst einmal und das macht einfach so Giftschaden gefühlt. Du machst alles. Also macht der Void-Schaden danach noch immer? Oder was? Ja, Junge, schau doch mal, Ukri. Guck mal, hit mal diesen Tentakel hier unten. Und jetzt, zack. Guck mal, der geht einfach noch später drauf, weil das noch später Damage macht. Das ist voll krass. Boah, das ist richtig OP. Okay, ey, Simlucky, wir brauchen mehr Creeper. Wir brauchen mehr Stein für einen Ofen. Ja, let's go, würde ich sagen, Ukri. Lass uns einen suchen. Und Ukri, nein. Alter, Ukri. Wie gerufen? Ey, was ist das? Einfach ein Netherportal in der Höhle habe ich gefunden. Mit dem Goldblock hier ist sogar ein Creeper. Das heißt, kann ich sogar ein bisschen Stein für uns frei explodieren. Oh ja, let's go. Einmal hinten. Bitte nicht die Kiste kaputt machen. Oh ja, ja. Komm jetzt hier hin. Und Stein. Let's go, Batz. Und er ist sogar noch ein cooles Zerstörer. Oh, let's go, so lucky. Perfekt. Ich hole auch ein bisschen Stein für uns. 11 Stein, Ukri. Und hier ist eine Kiste. Ah, ich habe gedacht, ein Feuerzeug. Boah, das wäre jetzt richtig krass. Wir haben... Ich hab Feuerkugel. Damit können wir das Netherportal auch anmachen, Ukri. Let's go, Alter. Game Changer. Stark, Simlucky. Game Schärfe 5 Goldschwert habe ich, Ukri. Alter. Junge, ist ja aber ultra krass. Okay. Und Feuerschutz, das gönne ich mir jetzt. Let's go, Leute. Jetzt habe ich endlich mal... Oh, wir haben wieder eine Krone, Leute. Oh, ich habe endlich genug Stein, Simlucky, um einen Ofen zu craften mit der Crafting Bench. Let's go! Ich habe auch schon lange genug Stein, Ukri. Ich habe schon 11 Stein. Dann, warte, ich habe eine richtig gute Idee. Lass uns direkt einen Ofen machen, damit wir ein bisschen Essen braten können. Und wir können unser Glas... Und wir können dann Sand braten zum Glas machen. Und boah, zu Glas machen halt, ne? Oh, das wäre richtig geil. Boah, das wär Game Changer. Und Ukri, hier ist ein Netherportal. Lass uns das merken. Können wir diesen Virus erstellen, den Void-Virus? Was denkst du, was der kann? Ich habe eine Idee, guck mal. Ey, Ukri, guck mal. Weil ich komme zu dir. Hier vorne, dieses Obsidian, das brauchen wir nicht, Leute. Das kann ich jetzt richtig schnell kaputt machen. Zack, easy, kaputt, Leute. Ist hier auch, weil oh, hier vorne ist Eisen. Wie gern würde ich das jetzt mitnehmen, aber wir können es einfach nicht abbauen. Was machen wir jetzt, Simlucky? Kein Plan, Ukri, aber wir brauchen jetzt erstmal ein Villager-Dorf, damit wir Eisen kriegen und einmal craften können, damit wir Wasser und Lava mischen können für ein Netherportal. So, ey, Simlucky, ich habe 2 Creeper gefunden. Ich nehme die jetzt mit, Junge. Die werden mir jetzt das Eisen schön abbauen. So, komm her, Creeper. Ich will auch Eisen. Oh,
Oh, das hat nicht funktioniert. Oh nein. Ich kann das Eisen einfach nicht abbauen, Freunde. Oh Mann. Oh, let's go, Freunde. Wir haben im Villager-Dorf gefunden. Das nächste. Du weißt, was es heißt, Lucky. Jetzt können wir hier vorne erstmal ein bisschen braten. Lass uns ein bisschen braten direkt, damit wir direkt ein bisschen mehr Essen haben. Und unser Glas machen. So, zack. Ich mach direkt einen Ofen. Erstmal brauchen wir die Crafting Bench. Hier ist ein Eisengolem. Zack, der wird hier. Jetzt bin ich gespannt, wie der aussieht. Junge, Void Eisengolem! Niemals! Ey, den nehmen wir jetzt Hopsemaki. Boom! Let's go, Bats! Guck mal, wie es aussieht, du kriegst! Boah, Alter, wie viel Schaden, man. Und zack, wie viel? Vier Eisen! Let's go, wir können uns einen Eimer machen. Wir können da mit ins Netherportal mit einem Eimer. Okay, Sebaki, ich habe hier eine Crafting Bench. Ich mache uns direkt einen Ofen. So, zack. Boah, Ofen wurde gecraftet. Und jetzt, Sebaki, platziere ich mal den Ofen, damit wir Glas dort drin machen können. Komm, mach schnell Glas! Pack schnell das Sand rein. Okay, warte ganz kurz, zack, ich baue hier alles ab. Ich durchsuche erstmal die Häuser, ob wir irgendwas Gutes drin haben. Ah, Glas reintun. Du meinst Sand reintun. Zack, Sand rein. Ja, ganz genau, damit wir Glas bekommen. Wir brauchen Brennmaterial, okay, was machen wir denn jetzt? Brennmaterial? Wir können doch nicht unser Holz verschwenden, Wolle, oder? Wolle, ich habe auch Wolle bekommen. So. Oh, stimmt, ich habe auch Wolle. Ey, aber Wolle verbrennt ja richtig schnell. Oh nein. Das verbrennt ein bisschen zu schnell. Was machen wir jetzt? Ich habe noch Treppen, ich habe noch Eichenholztreppen. Ich habe noch eine Feder. Oh, wir haben ein Glas, okay, das ist schon mal gut. Wir brauchen aber viel mehr Glas, ne? Ich hab vier Eichenholzbretter, soll ich die Feder reintun? Geht nicht. Warte mal, ich hab Braten? Nee, geht nicht. Boah, Alter, Junge, wahrscheinlich geht das, Bro. Okay, warte mal. Jetzt bei den Treppen rein. So, zack. Okay, gut, let's go. Boah, die Treppen halten gut aus, ne? Die halten gut aus. Boah, die halten Warte mal, wie viel Glas brauchen wir für den Void? Virus? Wir brauchen dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich kann mir jetzt 8 fackeln. Glas. Warte, ich kann mir fackeln. Batz, bau das hier ab. Zack, jetzt hab ich fackeln. Geht das überhaupt? Ja, geht easy. Guck mal, ich kann platzier die schnell, Bro, bevor das Feuer weggeht. Geht das? Warte mal. Zack. Batz, hier. Nee, geht gar nicht. Pass auf, dass du den Ofen nicht berührst. Oh, ich hab Saplings reingemacht. Okay, sehr gut, das ist super. Alter, richtiger Gamechanger. Wusste gar nicht, dass es geht. Leute, wusstet ihr das? Oh, wir brauchen nur noch 3 Glas, Leute. Nur noch 2. Komm schon, das muss klappen. Ey, die Saplings verbrennen so schnell, Ukri. Oh nein, okay, da müssen wir jetzt Holz reintun. Auch wenn Holz super wertvoll ist. Let's go, wir haben noch ein Glas. Okay, ich tu auch ein Holz rein, Ukri. Okay, das schaffen wir easy, Bro. Let's go! Wir haben jetzt 8 Glas, Leute. Damit können wir den Virus craften. Aber, warte mal, was brauchten wir nochmal in der Mitte? Hier ist einfach eine Schmiede, sozusagen. Hier ist ein Schmelzofen. Brauchen wir den? Ich glaube, ich kann es craften, Simlucky. Was? Ich kann den Void-Virus craften. Yo! Was ist das, Ukri? Ich habe ihn gecraftet. Ey, ich hab keine Ahnung. Was weiß ich, was der ist? Lass uns spawnen. Spawn besiegen, Ukri. Spawn und besiegen direkt. Simlucky, bist du dir sicher? Sollen wir es nicht lieber später platzieren beim Enderdrachen? Wird doch viel krasser, oder? Okay, wir müssen uns entscheiden. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen besser ausrüsten, Ukri. Sag ich nicht so, wie es ist. Okay. Simlucky, wir können ja noch ein paar Sachen craften, bevor wir zum Ender. Stimmt, wir müssen ja so oder so jetzt zum Netherportal, oder nicht? Oh ja, da hast du recht. Wir gehen jetzt wieder zu einer Lavaquelle. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt gibt es Nether-Portal-Action. Und ich gönn mir davor noch eine Kiste, Smaragde und Essen. Aber Leute, bevor wir jetzt Nether-Portal gehen, wir brauchen erstmal einen Eimer, um da hinzukommen. So, zack, Eimer wurde gecraftet, Zimlucky. Und ich habe eine richtig gute Idee, ich mache mir direkt ein Schild. Tut mir leid, Zimlucky, aber das Schild gehört mir. Haha. Warte mal, welchen Schild anziehe? Willst du ein Void-Schild? Oh, leider nicht, schade. Okay, Leute, jetzt müssen wir unser Nether-Portal machen. Du weißt ganz genau, wie das geht mit diesem kleinen Trick. Bam, zack. Hier vorne brauchen wir auf jeden Fall Obsidian. Dann hier ein bisschen Obsidian. Oh ja. Ukri, bloß nicht verlieren. Hier, bloß nicht reinscheißen. Simlucky, ich würde niemals reinpupsen. Ja, okay, ganz genau, so. Zack, weiter geht's, Ukri. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal sehr gut Obsidian. Das ist prima. Ey, Ukri, solange du das machst, ich versuche was anderes, ne? Was versuchst du? Void Portal. Als ob das funktioniert. Okay, Bro, ich baue so lange das Netherportal. So, ich muss das Wasser hier platzieren. Jetzt nehme ich die Lava. Fertig macht, Ukri. Boom, zack. Jetzt, oh, es geht richtig schnell, Freunde. Ey, genau so geht das. Wir können zwar kein Obsidian abbauen, aber mit diesem Trick geht's halt trotzdem, ne? Das ist richtig OP. Bam, zack, let's go. Oh, Leute, jetzt nur noch hier das Void platzieren. Zack, zack, zack. Und mein Void-Portal ist fertig. Haha, Leute, guckt euch das mal an. Ist einfach ein Void-Portal, aber irgendwie klappt das nicht so gut. Warte mal, Ukri. Wie soll man jetzt ins Portal reingehen? Oh nein. Wir werden das Portal ja kaputt machen, oder nicht, wenn wir reingehen? Alles zu Void. Und was hast du getan, Ukri? Was habe ich getan, hä? Oh nein, ups, sorry. Oh, pass auf, dass du hier nicht das Obsidian zu Void verwandelst. Das wäre nämlich ganz und gar nicht gut. Hä? Warte mal. Obsidian können wir gar nicht zu Void verwandeln, oder? Hä? Wie? Schau mal, ich versuch's abzubauen. Los! Kann Obsidian nicht zu Void verwandeln? Ich glaube, Bedrock dann auch nicht, oder? Warte mal, ich glaube, wir können mit dieser Spitzhacke einfach abbauen. Ja, geht. Sie haben es so. Ey, das war auch so unnötig, was wir die ganze Zeit gemacht haben, Ukri.
Ey, denkst du, wir können mit der Void-Spitzhacke Badgehog abbauen? Wie krass wäre das denn? Boah, das wäre ultra krass, aber... Ja, okay, aber ist ja auch klar, weil Obsidian ist richtig starker Block. Kein Wunder, dass wir nicht abbauen können. Ja, kein Wunder, dass ich nicht so Void machen kann, aber das war ja ein richtiger Scam. Jetzt haben wir extra Eisengolem alles gefunden. Für einen Eimer, Junge. Was hat das denn gebracht? So, let's go. Den letzten Obsidian habe ich ab. Und jetzt, Ukri, ist es soweit. Oh, ist schon fertig, hä? Und jetzt, Ukri, schau mal, wie ich das Portal anzünde. Mit den Feuerkugeln. Haha. Let's go. Lass. Aber wie kommen wir jetzt rein? Ich weiß, ich habe eine Idee. Guck mal, lass so. So, zack. Ukri, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Du musst einfach aufpassen, okay, so Lucky. Nicht zu Void verwandeln und. Aufpassen. Ja, es funktioniert. Ey, wir können Obsidian doch eh nicht so weit verwandeln. Hä? Let's go, let's go. Und boom, wow. Wir sind im Nether-Portal. Ey, ich dachte, wir können diese Rahmen da zu Void verwandeln. Nee, können wir nicht, schau, geht nicht. Man kann Obsidian nicht so weit verwandeln, das ist schon mal krass, Alter. Krasse Erfahrung, Leute. Oh, wir haben direkt ein Enderman-Portal. Wir haben direkt ein Enderman-Biom. Oh, sehr gut, weil wir brauchen Enderperlen für Enderaugen, Leute, damit wir danach zum Enderdrachen damit kommen. Alter, guck mal, wie der aussieht. Hä? Das klingt voll geil. Ey, der sieht übelst geil aus. Ich hätte nicht ein Dings-Pickel, meine ich, wie einmal. But... Boah, sieht auch voll cool aus. Digga, hast du gesehen, wie der Enderman... Alter, der Enderman sieht mal richtig cool aus, Leute. Gönnt euch mal. Boah, Alter. Okay, OP. Ey, guck mal, wie schnell wir das killen. Aber der Enderman sieht so cool aus. Oh, ich hab direkt eine Enderperle. Sehr gut. Okay, Junge. Das macht so viel Damage, dieses Schwert. Du weißt gar nicht. Das ist so OP, Junge. Damage im Nachhinein macht es noch. Oh, wir lassen uns den Dreizack auch benutzen. Nimm das, Blacky. Was passiert, wenn ich dich damit abwerfe? Junge, guck mal, wie der fliegt. Der fliegt einfach komplett geradeaus. Pum, der macht alles zu weit, was er berührt. Hol ihn, schnapp. Okay, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt ein paar Endermans besiegen, damit wir richtig viele Enderperlen haben. Für Enderaugen später. Oh, guck mal, was man alles macht, was man mit dem Schwert hittet, wird auch zu Void. Okay, und dann sehen wir uns bei der Festung wieder. Und ich gönne mir erstmal diesen Gas, Junge. Ja, jetzt kann ich auch fliegen, ne? Leute, kennt ihr das? Wenn die richtig nerven, Junge. Ich die ganze Zeit abschießen. Aber jetzt, Leute, Bats, ich kann auch fliegen. Bam. Und, putz, das war's. Alter, Void-Gas, lol. Leute, Zablaki hat wieder den Lohn-Spoiler. Oh nein! Hat die wieder zu. Oh, da hinten, hä? Woher kommen dort vorne die Lohn? Oh nein, ich geh drauf, Zablaki. Ich geh drauf, alles ich verbrenne. Alles gut, Ukri. Ihr habt ihn zu weit gemacht, weil wir haben ihn sowieso genug. Aber wir haben genug. Wir haben genug Lohnrouten. Ich hab 8, Alter. Boah, das müsste auf jeden Fall genug sein. Ich gönn mir hier noch Zablaki, weg da, weg da, weg da, weg da. Ja, nicht, gut. Dass du drauf gehst. Das ist klar, die schießen sich ab. Ich hab mal 2 Stück davon bekommen, Ukri. Let's go. Junge, die Blaze. Alter, Gas attackiert uns. Nimm das Gas jetzt. Okay, Skelett können wir nichts. So, Bats, easy. Junge, guck mal, ich werde jetzt Gas mit dem Trident abwerfen. Und boom! Was? Oh, daneben. Oh nein. Okay, nee, werfen nicht ab, werfen nicht ab. Ich will Dings Void Gas machen. Oh, schade. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt zurück zu unserem Nether-Portal, Leute. Und dann geht's ab, Leute, zum Enderdrachen. Haha, denn wir können jetzt genug Enderaugen machen, oder? Ja, wir können genug Enderaugen machen. Boom, let's go. Rein da, Enderaugen, crafted. Denkst du, mit diesem Blut schaffen wir es, den schon zu besiegen? Okay, ich habe ja noch immer diesen Virus, Leute. Void Gas. Oh. Wir haben ja noch immer den Virus, Leute. Alter, also, alle jetzt Hashtag Enderdrachen, wenn ihr denkt, dass wir es schaffen werden, den Enderdrachen zu besiegen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, alle Hashtag Enderdrachen in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr bis hierhin geschaut habt, Freunde. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt würde ich sagen, lass uns schnell wieder zurück zum Lucky. Freunde, wir sind back in der Overworld und ihr wisst, was das heißt. Zack, es geht jetzt zum Enderportal. In die Richtung zum Lucky. Okay, wisst ihr, oh, mein Enderauge ist direkt kaputt gegangen. Ernsthaft? Ich muss angeln, Ukri. Junge, das bringt dir absolut gar nichts. Ey, Leute, wir haben jetzt alles gecraftet an Void-Items. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist auf jeden Fall... die Void Elytra. Die Void Elytra ist das Einzige, was wir noch nicht craften können. Aber wir wissen nicht, wie wir an diese Membran drankommen. Ey, denkst du, wir können die erst craften, wenn wir den Enderdrachen besiegen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube auch, Ukri. Dann lass uns das machen und da müssen wir noch das Void Monster besiegen. Das hast du auch immer nicht gespawnt. Oh ja, ne? Stimmt. Dieses Void Virus will ich auch noch spawnen, Leute. Mal schauen, was das kann. Mach mal schneller, Ukri. Ey, wenn wir gleich im Enderportal sind, spawne ich das, Leute. Let's go! Ey, irgendwo hier vorne muss das Enderportal sein. Checkst du? Weil das ist gerade hier umgedreht. Leute, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da, aber wir sind hier gerade lang geschwommen und dann hat sich das einfach umgedreht. Schau, jetzt sind hier Richtung Gas, geht nach unten. Schau, Let's go, ich wusste es. Es geht direkt nach unten. Schau mal, wie schnell ich bin. Junge, wir sind fast vorbei daran. Alter, Jugo, übertreibst du nicht. Ah, aua, ich wurde attackiert. Let's go nach unten, Zablaki. Wuhu! Oh, Junge, das war schwer. Okay, und jetzt Batz, einfach runter. Guck mal, ich zeig dir. Ey, wir müssen schnell machen, sonst trinken wir gleich. Wir trinken nicht. Hier ist kein Wasser, Ukri, du Noob, Junge. So, Batz, guck mal, wie schnell das geht. Bam, 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 boom. Wow! Ey, wir müssen doch gleich da sein, oder? Ich glaube, wir buddeln falsch, Ukri. Wir buddeln genau. Denkst du, wir sind einfach vorbeigebuddelt, Alter? Ich glaube, ja, aber egal, wir können sowieso ganz schnell. Oh, da vorne ist es! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, Bro! Da oben, Bro, da oben. Boah, Alter! Bro, zum Glück habe ich an die Seite gekrabbelt, ne? Hast du gesehen? Ich habe da an die Seite gebuddelt, auf einmal war das da. Junge, wir hatten ja mal gerade sowas vom Glück, ne? Das wärst du einfach vorbei. Redstone! Alter, ich hab bei der Challenge einfach Redstone gefunden. Wie krass ist das, Ukri? Bro, was bringt dir Redstone jetzt hier? Wir müssen jetzt endlich zum Enderportal. Ja, du hast kein Enderportal, verdammt nochmal. Du hast dein Lieblingslang erst nicht gefunden. Ich habe mein Lieblingslang gefunden. Zu das Enderportal! Das ist ein Zeichen, Ukri.
Let's go! Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Und ja, ich ist schon wieder dieser nervige Spawner. Aber zack, dann sind wir jetzt weg, Leute. So, so macht man das, Leute, wenn man Void ist. Und nein, jetzt müssen wir aufpassen, Ukri. Jetzt müssen wir ultra aufpassen. Alter. Subaki, ich komm zu dir, let's go! Ukri, nichts überstürzen, nicht, ey, die, dass du einfach... Safe, die kann man nicht zum Void, Mann, die kann man nicht zum Void, ja, Mann. Safe, safe, ist, weil safe, die kann man ja auch nicht abbauen. Junge, mach mal hier 100% sicher, nicht hier irgendwas denken, okay, okay, und dann nicht drauf gehen, nicht drauf gehen. Ne? Ja, ja, lass lieber nicht austesten, dass wir das zum Void mal können, ja, ja oder nein. Meint ich weil doch, vorher okay, am Schluss, so, wir machen das doch zum Void oder kommen wir nicht mehr ins Enderportal rein, das wäre natürlich nicht so gut. Ja, das wäre gar so. Nicht gut, Ukri. So, jetzt komm. Das Endeauge und BAM! Ey, guck mal, jetzt rein! Das erste Mal, dass wir realistisch Void erstellt haben, Ukri. Das erste Mal, dass wir realistisch Void erstellt haben gerade. Stimmt, weil das Enderportal ist ja auch irgendwie Void, ne? Es sieht genauso aus. Ja, klar, Ukri, wenn man dort reingeht. Wusstest du es nicht, oder was? Auch das wusste ich. Und zack, nach oben. Alter, Junge, wie kommen wir hoch? Warum ist hier eine Spinne im Enderportal? Was zum Geier? Alter, warum sind die Mobs? Ich glaub, das ist das neue Update, Ukri, oder? Bro, keine Ahnung, aber ich check gar nicht, warum hier Mobs sind, Alter. Lol. Ich hab den Enderdrachen einfach zum Void gemacht, was? Was zum Geier? Alter, der Enderdrachen wurde einfach zum Void. Zum Lucky. Der Enderdrachen wurde zum Void, Junge, wie krass ist das bitte sehr? Und ich würde sagen, wir zerstören jetzt die ganzen Kristalle. Boom. Und, hä? Funktioniert nicht. Hä? Warum kann ich das Kristall... Ich kann den Kristall nicht zerstören. Ja, moin. Hat einfach nicht funktioniert. Jetzt vielleicht, Leute, und bumm, es geht da einfach durch. Junge, Ukri, hier sind einfach Schafe. Junge, hä? Was macht ihr denn? Warte mal, Ukri. Ich weiß, was hier im Enderportal ist. Hier sind die ganzen Mobs, die wir erledigt haben, Ukri. Schau dir das an. Hier sind die ganzen Mobs, die wir gekillt haben, Ukri. Warte mal, du meinst nicht ja. Eiskalt, dass alle Mobs... Digga, das kann halt wirklich sein, ne? Dass alle, die, nicht die, die wir gekillt guck haben, sondern ist, alle Mobs, mal, die in unser Void reingegangen sind. Alle Mobs, die in unser Void reingegangen sind, sind hier gespawnt. Guck mal, die armen Villager, Junge, die hier alle Digga, reingegangen niemals. Sind. Niemals! Hä, wie random, Leute. Okay, ey, eine Sache müssen wir jetzt ausprobieren. Unseren Virus, okay? Wow, okay, sehr gar nicht gut. Ich hab fast wegteleportiert. Alter, das ist so krass. Aber okay, weißt du, ich hab eine Idee, wir zerstören gar nicht. Dude, ich kann die Safe auch mit meinem Schwert killen. Oder mit dem Bogen. Ich platziere jetzt den Virus. Ich hab keine Ahnung, was der kann, ne? Void Dragon. Junge, der Typ heißt einfach Void Dragon und nicht einer Drache. Alter, ich hab gerade so Void ver... Aber der kann das Void auflösen, ne? Der Dragon ist so OP, ja, dass das ja. auch. Ey, guck mal, die fallen der die ganze Zeit vom Himmel. Lol, warte mal, der Dragon, wenn du ihn hittest, Bro, der droppt einfach Void-Membran. Ey, Bro, hit den Ender dran, da kriegst du einfach Void-Membran. Alter, Ukri, mir ist gerade aufgefallen, ne? Die ganzen Spinnen, die fallen so vom Himmel, so richtig komisch. Die fallen da gerade rein in die Overworld und die fallen vom Himmel runter. Guck mal da. Lol, stimmt. Villager und Schaf fällt einfach runter. Die fallen einfach vom Himmel, Alter, was? Zweites Universum. Ich glaube, Void? Ich glaube, diese Void-Membran, ne? Ich kann dem keinen Damage machen, Ukri. Hä? Woran liegt das? Warte mal, ich versuch mal die Cubes zu zerstören mit meinem Bogen. Das muss doch klappen. Und, Batz. Komm, Leute. Komm, bitte, 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 bitte. Das muss klappen, Leute. Junge, guck mal, Zeitlupe, Leute. Zeitlupe. Und. Okay, ich werde jetzt dieses Virus hier spawnen, Leute. Wie gesagt, wir spawnen das jetzt. Und let's go. Hä? Was passiert? Was zum... Was ist das? Hä? Dieses Virus attackiert einfach alles in der Nähe. Lol. Hä, das attackiert einfach alles. Was meinst du, Ukri? Lass mich schauen, wo bist du? Das sind irgendwelche Partikel, die alles attackieren. Lol. Alter, wo, Ukri? Zeig her. Siehst du das? Die sind hier in Partikel? Siehst du das? Ja. Alter, ich gehe fast drauf. Ich glaube, die verwandeln alles zu Void. Ey, das hättest du in der Overworld platzieren müssen. Das wäre voll cool. Digga, wie random. Guck mal, jetzt bricht es ja gar nichts mehr, ne? Ja, aber was, hä, kann, macht das irgendwie Schaden oder, hä, was kann das überhaupt? Junge, warte mal, ich attackiere mal was. Bro, ich check das gar nicht, Digga. Ukri, das attackiert alles, was noch nicht Void ist. Das ist so ein Void-Virus. Ach so. Ja. Alles, was noch nicht Void ist, wird attackiert. Du hättest es in der Overworld platziert. Guck mal, es attackiert wegen irgendwas. Es attackiert irgendwas. Guck. Und? Hä? Worum geht das? Worum krabbelt das Virus? Was denn? Es attackiert ein Enderman. Hä? Ich check das gar nicht, Leute. Junge, guck mal, hier. Es bewegt sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo es hin soll. Deswegen geht's irgendwo hin. Alter, was ist das für ein komischer Virus, Leute? Was kann der bitte sehr? Hä? Verfolgt den Enderman. Guck. What? Okay, naja, ich würde sagen, Simlaki, wir haben eine einzige Mission. Wir müssen jetzt einen Enderdrachen besiegen. Lass uns erstmal alle Kristalle zerstören. Let's go. Ja, wir haben alle Cubes zerstört und schau mal. Junge, hier sind so viel geisteskrank viele Mobs. Alter, das gibt's nicht. Überall, Leute, überall sind hier welche. Wie viele haben wir bitte denn ins Void geschubst? Wie ehrenlos sind wir? Und jetzt, Ukri, wird Zeit, den Enderdrachen zu besiegen. Kann ich ihn besiegen mit meinem Pfeil? Komm schon. Hä? Das hat geklappt. Ich habe voll viel Damage gemacht. Lol. Aber er ist leider nicht verschwunden, Leute. Hm. Er versucht mich zu attackieren, Leute. Ich muss wegfliegen. Schon eher da, wir kriegen dich, Alter. Nimm das, Bro. Warte mal. Du musst nah dran kommen und.
Ey, nee, mit dem der Pfeil ist so langsam, ich trau mich gar nicht mit dem Pfeil zu schießen. Ich hab ihn schon einmal abgeschossen damit, ne? Aber der macht einen Damage. Junge, der Ehre. Digga, der macht richtig viel Schaden. Wie kommen wir an ihn? Wir müssen warten, bis der runterkommt und zerstört ihn. Okay, wir sind lucky. Okay, lass das machen, dieser Pfeil, Junge, der fliegt jetzt einfach so lange. Oh, hier sind so viele Zombies. What the Jiggy Jugo Jack Jack? Hä? War mal cool. Ey, wenn er jetzt in meinen Pfeil fliegt, ey, das wäre so krass, Leute. Das hat fast geklappt, Alter. Das wär das Geisteskrankeste, was es gibt, Leute. Digga, ich check doch immer nicht, was sie. Ah ja, der Virus macht alle Sachen, die noch nicht zum Void sind, zum Void. Zum Beispiel diesen Enderman hier vorne gerade. Oh ja, sag ich doch, Okri. Guck mal, deswegen. Oh, Alter, wie viele Mobs sind hier? Da muss jetzt mal in die Mitte kommen, der Enderdrache. Ey, er kommt in die Mitte, Okri. Er geht in die Mitte. Er geht in die Mitte, let's go. Er geht ja nicht. Alter, Leute, ich habe mich jetzt einfach eingebaut im Void. Und gönnt euch mal. Junge, man sieht einfach gar nichts. Warte mal. Okri, wir haben so Schild viel weg. Damage gemacht, ne? Ich habe schon ganz viel Void im Brand, damit können wir jetzt doch die Lüte. Ich bin hier gerade einfach eingebaut in dem Void. Und schaut mal, was passiert, wenn ich F1 drücke. Digga, man sieht einfach nur dieses Void. Sieht aus wie so eine. Keine Ahnung was. Anderes Universum, Digga. 1000 Universen einfach. Junge, wie krass sieht das aus? Guck mal, ich bewege mich im Kreis gerade. Und trotzdem sieht das überall gleich aus. Was meinst du, Okri? Was machst du denn gerade? Ich war. Junge, keine Ahnung, was ich mach. Ich seh dich, was hast du hier gemacht? Mal gehen wir wieder raus, Okri. Ich bin gerade fast draufgegangen. Pass mal auf, Alter. Verrückt. Ich hab mich gar nicht gesehen, Okri, weil du diesen Void so getarnt bist. Und du hast mich kaputt gehittet, Alter. Bist verrückt. Das war aus Versehen. Boah, Alter, sieht echt gut aus. Oh, guck mal hier. Hier ist überall diese Void-Membran. Nimm ihn mal mit nach. Alter, sammel die einmal, Bro. Ja, hab ich schon, Okri. 20 Stück wollte ich gerade sagen. Was mit der ikonischer Void-Kuppel warst du auf einmal? Ey, was können wir damit machen, Okri? Hast du noch einen Workbench? Ja, ich hab dort vorne eine platziert eben. Wir können damit die Elytra craften, Po. Let's go! Alter, hier sind so viele Membranen. Die werden einfach gedroppt, wenn wir Ender daran hitten, Junge. Das ist so OP, ne? Oh ja, wenn wir nur einmal hitten, dann werden die sofort gedroppt. Richtig krass. Okay, dort vorne ist noch mehr Membran. Okay, ich würde sagen, lass uns zur Crafting Bench und dann machen wir uns einfach. Let's go! Wir machen uns einfach die Void Elytra! Okay, wo ist meine Crafting Bench, die ich hier platziert habe? Egal, ich kann eine neue machen. Ich habe noch genug Holz. So, zack. Boom. Dann machen wir voll viel Damage. Ey, ich habe nur so wenig Leben, ne? Aber der Enderdrache, dieser Void-Drache, der ist sogar schwieriger zu besiegen, ne? Okay, weißt du wieso? Warum? Der geht gar nicht in die Mitte. Guck mal, wir fighten schon so lang und ist der einmal in die Mitte gegangen, kein einziges Mal. Okay, Zemlaki, weißt du was? Wir machen uns die Elytra, vielleicht hilft uns die weiter. Okay, so, zack. Wir machen uns erstmal Leder. Jetzt passieren wir das Leder hier vorne. Jetzt so, bam. Ich habe die Elytra gecraftet. Let's go, hier, nimm mal meine Membran auch, dann kannst du die auch craften. Zack. Wie mache ich die denn? Schau, gib einfach ein Void, Elytra. Ey, Junge, ich hab dir einfach. Guck mal, wie krass das jetzt aussieht. Jetzt bin ich der Void-Wächter und Kämpfer. Komplett Void-Ausrüstung. Lol, und, okay, was kann ich check die? Schon, ich check. Oh, ja, ich hab's auch. Okay, ich hab's auch. Let's go. Ist die krass, Bro? Ey, keine Ahnung, Batz, ich hab's die an und. Hä? Ich kann die gar nicht benutzen. Zieh mal deine Schuhe aus und dann. Boom, okay. Let's go, ich kann fliegen. Ich hab voll viel Damage bekommen. Warte mal. Was kann die? Ich kann einfach nach oben und nach unten fliegen. Guck mal hier, ich kann Enderdrache damit besiegen. Aua, oh nein. Du musst aufpassen, der Enderdrache macht was einen Schaden, ne? Der macht richtig viel Schaden, ja. Warte. Ja, muss aufpassen. Alter, aua. Hey, der macht ja mal richtig viel Schaden, wenn ich neben ihn bin. Ich kill damit einfach jetzt die ganzen Mobs, Junge, wenn wir ein bisschen essen. So, und. Alter. Nein, der ich versuche gerade einen Enderdrache zu attackieren, aber der macht richtig viel Schaden, Bro. Ja, mach lieber nicht, Okri, ne? Das ist fast unmöglich. Alter, wie schnell sind wir damit? Komm her, Enderdrache! Alter, Okri, Albsherz, keine gute Idee! Pass auf, Bro! Digga, man kann halt einfach wie mit dem Jetpack einfach rumfliegen. Schaut euch das an, Leute! Wir können hier einfach überall hinfliegen, sogar hier nach unten. Ey, Okri, sagt der, nach wir sind oben. Die Schuhe lieber. Also, ich nehme die jetzt. Junge, was für die Schuhe? Das ist viel schneller. Ja, die Elytra ist viel schneller. Die Schuhe sind besser, um den Enderdrachen zu killen. Ja, okay, komm her, Enderdrache, wir kriegen dich, Junge! Boom! Komm, Alter, ich muss echt aufpassen. Zack, konnte ich Schaden machen? Nee. Ich verfolge ihn jetzt einfach, Zemlaki. Und bumm! Oh, ich konnte ihn einmal hinten, Zemlaki. Okay, dann mach ich das jetzt auch. Let's go. Batz, komm her, wo bist du? Wenn du es kannst, kann ich das auch. Junge, ich krieg Damage von dem Ukri, das ist gar nicht gut. So, zack, umdrehen. Jetzt attackieren. Batz. Ein Damage, ja, let's go. Das ist zu wenig Damage, Ukri. Ich sag's dir so, wie es ist. Junge, der macht mir mehr Damage, Ukri. Als ob du es geschafft hast. Ja, du musst halt regenerieren und irgendwie jetzt versuchen, auf ihn drauf zu kommen. Oh, Zemlaki, ich hab ihn! Let's go! Komm schon! Alter, wow. Endlich haben wir es geschafft. Ey, Digga, ich hab die ganze Zeit bei der Aufnahme positioniert, weil ich dachte, wir kriegen es gar nicht mehr hin, Leute. Und dann habe ich dir den letzten Hit gegeben und mein Schwert hat so viel Schaden gemacht. Hast du gesehen, Bro? Oh ja, das war. Hey, wie hast du es geschafft, Okri? Das war ultra. Digga, krass. Das war so OP, ne? Ey, ich würde sagen, Leute, wir sind die krassesten Spieler aller Zeiten. Wir haben einfach den Void-Drachen besiegt, Junge. Guck mal, wie krass der aussah. Und jetzt fliegen wir einfach rum. Und Zemlaki, weißt du was? Ich hab keine Lust mehr, Junge. Ich hab keine Lust mehr auf Void. Ciao!
Willkommen zu den Simukri-Nachrichten und heute mit einer Tsunami-Eilmeldung. Schaut euch das mal an, ein riesiger Tsunami hier im Villagerdorf neben Simukri City. Dieser Tsunami wird gleich das Villagerdorf erreichen und danach direkt Simukri City. Alle Bewohner dieser Stadt verschwindet sofort. Verlasst eure Häuser, packt eure Sachen. Am besten, ich weiß gar nicht, was ihr tun könnt. Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Der Tsunami wird uns alle umbringen. Freunde, habt ihr das gesehen? Ey, was war das denn gerade in den Nachrichten? Ich habe jetzt mal richtig Angst. Leute, das war doch echt, oder? Aber das war kein normaler Tsunami. Das war ein Tsunami. Freunde, der bestand aus Void. Und ihr wisst ganz genau, alles, was Void berührt, verschwindet für immer. Die ganze Welt, das ganze Villagerdorf, alles ist verschwunden. Der Tsunami ist irgendwo da in der Nähe. Dort hinten beim Meer. Freunde, was machen wir denn jetzt? Okri, hast du das gesehen? Die Nachrichten. Ja, natürlich habe ich das gesehen, ey. Ist was Furchtbares passiert. Ey, kommt alle, Freunde aus dem Ukri City. Wir müssen ganz, ganz schnell uns versammeln und hier abhauen oder sowas. Keine Ahnung, wir dürfen hier nicht mehr bleiben. Sonst wird der Tsunami uns für immer verschwinden. Alles okay? Wie, hast du nicht die Nachrichten gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich schau kein Fernsehen. Ich habe den verkauft. Guck mal, es gibt sowas, das nennt sich einen Tsunami. Aber heute wird uns kein normales Tsunami erreichen. Heute wird ein Void-Tsunami dem Ukri City erreichen. Oh, in yeah. Unsere Stadt? Ach, ja. Meinst du für einen Pupsnami? Ein Void-Nami, der ist so schrecklich. Alle Lebewesen, alles verschwindet. Sogar jedes einzelne Objekt, egal was. Was? Leute, was machen wir jetzt? Was haben wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Wenn wir in unserem Haus bleiben, wird es einfach verschwinden. Das ist hier kein Wasser. In unserem Haus. Ich habe eine Idee. Pups ist ja richtig stabil. Ich baue mich einfach so zu, okay? Das ist nicht stabil. Und jetzt bin ich sicher. Das ist die schlechteste Idee der Welt. Billy, was machst du bloß? Oh, ja, okay, Mann. Was tun wir jetzt, Freunde? Wir brauchen eure Hilfe. Kommt schon, lasst einen Like da und ein Abo, damit wir die Materialien bekommen, um eine sichere Untergrundbasis zu bauen, die sogar sicher vor Void ist. Ja, let's go, like and subscribe. Freunde, wir können nur eine sichere Basis bauen, wenn wir selber Void-Sachen haben. Wenn wir Void-Sachen haben, können wir die so sicher bauen, dass so Void nicht mal Void zerstören kann. Oh ja, yeah. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Lasst ein Like da und ein Abo in 3, 2, 1 und 0. Let's go! Wow, umso mehr Likes, umso mehr Materialien bekommen wir. Let's go, Freunde, es funktioniert. Und 3, 2, 1. Oh, warte mal, so viele Likes. Oh, danke euch, Leute. Ich habe bekommen. Wow. Let's go. Wow. Schaut mal, hinter uns ist eine Kiste erschienen. Da sind ganz, ganz viele Materialien drin. Schaut euch das an. Ey, die schnappen wir uns sofort alle, okay? Let's go. Ey, die werden uns bestimmt weiterhelfen. Hier vorne ist mein Bett. Oh, was sind das denn hier? Voidblöcke, Bedrock und sogar so Fallen. Richtig cool. Fallen nehme ich mal alle mit hier. So, zack, zack, zack. Ich habe auch was. Lagerfeuer. Hellblauer Teppich. Oh, so viele Materialien. Oh, so ein lila Bett für mich. Oh ja. Leute, ihr wisst, was es heißt. Wir werden jetzt unsere Basis bauen. Und die darf nicht irgendwo in einem Berg sein oder hier vorne. Die muss hier unten sein, okay? Die muss im Untergrund sein. Hier vorne. Zack, zack, zack. Die Japan ist ja am allerschlimmsten. Die kann ja alles hier überfluten, du Unterschätzer. Aber nicht den Boden. Wir bauen in den Boden rein. Da kommt es nicht rein. Der Boden wird euch und dann tropft es hier rein alles. Aber genau deswegen benutzen wir heute Voidstone. Voidstone. Oh ja, das ist Voidstein. Okay. Und ich glaube, Voidstein kann uns davon sicher halten, dass wir nicht von Void weggefressen werden. Ja. Ich vertraue dir mal, okay? Wenn du einmal ins Void fällst, dann ist Ende im Gelände, ja? Eigentlich kann man nur ins Void fallen, wenn man hier durchbaut in Minecraft. Aber das ist ein Void-Tsunami. Der wird uns sowas von zerstören, Alter. So, hier alles aufbauen, Leute. Ganz, ganz schnell. Zack, 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 zack. Macht mal ganz, ganz viel Platz rein. Und dann bauen wir hier unten unsere Basis. Haben wir denn hier vorne auch irgendwie einen Eingang, den wir reinbauen könnten? Schaut mal, was haben wir hier für Blöcke, Leute? Was ist das denn? Ich glaube, das ist so eine Treppe oder sowas. Freunde, alles hier aufbauen. Und ich mache hier vorne den Eingang rein. Guckt euch das an. Wir können hier vorne vielleicht... Ja! Verstärkte Eisentür benutzen und ein Nummernfeld. So, das platzieren wir dann hier vorne einmal oder machen wir hier so eine kleine Leiter rein. Das heißt, klein, das muss eine große Leiter, eine lange Leiter sein. Aber wir müssen eigentlich noch ein bisschen tiefer in die Erde sogar. Wir bauen so mehrere Etagen. Wisst ihr, welches ich das meine? Ja, wir müssen einen richtigen so Bunker ein Hotel, bauen. Hotel. Nicht ein Hotel, ein Bunker, Billy. Also ein Bunker, wo wir vielleicht mehrere Jahre bleiben müssen. Weil der Void-Tsunami wird ja alles überschwemmen. Ich weiß nicht, ob der verschwindet überhaupt. Ja, kann sein, dass der Void-Tsunami die ganze Zeit bei uns sein wird. Okay, Leute, macht ihr mal Platz rein. Und ich werde hier vorne, bam, unsere Falltür platzieren, die super sicher ist. Guck mal, die können wir nicht abbauen, Leute. Schaut euch das an. Ich glaube, die ist sicher. Ich hoffe, der Tsunami kommt hier nicht durch diese kleine Luke. Deswegen werden wir es gleich noch sicherer machen. Aber einen Moment, Leute, wir müssen jetzt hier vorne alles mit Voidstein ersetzen. Weil Voidstein ist das Einzige, was uns schützen kann vor einem Void-Tsunami. Deswegen bam, 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 bam. Oh ja, Leute, ich glaube, das kann uns wirklich schützen, Leute. Bam, der Seite genauso. Und dann einmal hier vorne. Ihr habt ja gesehen, der Villager ist einfach verschwunden, Leute. Unser Nachrichtensprecher ist von uns gegangen. Der arme Mann.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, der tut mir richtig leid. Ich hab's auch gesehen in den Nachrichten. Der ist einfach verschwunden. Fünf Leute den einmal aufgesaugt. Ja, hey Billy, wenn du das gesehen hättest, du hättest doch viel mehr mal Angst, Junge. Aber die Zuschauer haben es gesehen. Ich hab keine Angst. Das wird bestimmt nicht so schlimm sein. Junge, Billy, das wird das Schlimmste, was du jemals in deinem Leben gesehen hast. Überall wird Void sein. Überall auf der ganzen Welt. Und dann werden wir vielleicht aufgesaugt vom Void. Und vielleicht werden wir dann für immer, also einfach verschwinden. Wie okay, als ob wir nie existiert haben. Voll. Okay, wie du meinst, Billy. Aber du wirst gleich schon sehen, das wird echt schrecklich. Nummernfeld müssen wir jetzt hier vorne hinzufügen. Ja, aber was, wenn er überhaupt nicht zu uns kommt? Ich glaube schon, dass er zu uns kommen wird. Was, wenn es einfach nur Fake News waren? Das waren keine Fake News. Der meinte, wir haben 10 Minuten Zeit oder so. Und jetzt bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Da vorne ist das Meer, Leute. Es kommt bestimmt von der Richtung. Riecht es auch und schmeckt es ein bisschen anders als sonst. Ja, es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Void. Hast du auch das Gefühl? Ja, die Luft schmeckt nicht nach Luft. Schau mal, wir machen hier vorne den Code rein. Und der Code kann auch sein, dass ich gepupst habe und deswegen das so komisch schmeckt. Was soll der Code sein? Der Code ist 1, 2, 3, 4. Okay, wir machen einen einfachen Code, den sich jeder merken kann. 1, 2, 3. Boom. Let's go. 1, 2, 3. Was war jetzt der Code nochmal? 3, 6, 5? Nein, 1, 2, 3, Junge. Du hast ihn doch selber vorgeschlagen. Ja, stimmt. 2, 4, 6. Ja, ja. Oh Mann, Billy. Ich glaube, der kann sich nicht mal einen einzigen Buchstaben merken. Das ist schon echt krass. Doch. B. B? Wie kommst du jetzt auf B? Wegen Billy? Ja, klar. Natürlich. Wegen Billy. Okay, wir haben hier zwei Türen. Und die sieht ja mal super sicher aus, Nelly. Ja, die habe ich platziert. Die habe ich rausgeholt. Wow. Ey, die wird uns auf jeden Fall sicher halten vor diesem Void-Teil. Wir müssen hier alles einfach lila machen wegen dem Void-Stone. Das ist aber irgendwie voll cool. Ich mag den Void-Stone. Ich mag auch den Void-Stein. Die Farbe sieht echt nicht schlecht aus. Komm schon, das muss jetzt klappen hier vorne. Wir geben hier den Code ein. 1, 2, 3. Und dann können wir hier raus, Leute. Let's go. Und hier kommen wir wieder rein. 1, 2, 3. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir hier in diesem Bunker drinnen sein werden, der Void-Bunker, aber ich glaube, es wird für immer sein. Okay, du übertreibst hier bleiben. Niemals. Ja, aber wie soll... Void wird alles auffressen. Das Einzige, was hier noch übrig bleibt, sind wir und die ganze Welt wird verschwinden. Ich sag's euch, Leute. Ja, irgendwie hast du recht. Gruselig. So, ich mach mal die Tür direkt zu, damit wir doppelt gesichert sind und dann können wir hier vorne mal ein bisschen... Habt ihr Glas? Habt ihr so ein sicheres Glas vielleicht, was uns schützen kann? Ja, Nelly hat was. Oh ja, schau mal hier, ich hab sicheres blaues Glas. Oh, das ist kein normales Glas, oder? Okay, dann benutzen wir das hier, damit wir einen verstärkten Bunker bauen, Leute. Hier, falls euch mal so ein Void-Tsunami wie bei uns in Simukri City in Minecraft erwartet, dann, Leute, müsst ihr unbedingt das hier euch anschauen, damit ihr Bescheid wisst, was ihr für Maßnahmen ergreifen müsst. Okay, ich habe noch nie einen Void-Tsunami gesehen. Ich habe keine Ahnung, was der alles anstellen kann. Vielleicht wird er immer stärker und immer größer. Photoshopped und fake. Nein, ich glaube nicht, Billy. Ich habe es selber gesehen mit eigenen Augen. Das war richtig realistisch. Ich sag's dir. Okay, ich glaub dir mal. So, zack, zack, zack. Hier vorne kommt überall Glas rein, damit wir noch ein bisschen Sonnenlicht abkriegen. Und, aber ich hoffe nicht, dass der Tsunami da durchkommt auf jeden Fall. Und zack. Leute, schaut euch das mal an. Das ist einfach unzerstörbar. Man kann das einfach hier nicht zerstören. Das ist sicheres Glas. Das ist verstärktes Glas. Kein normales Glas. Und das ist das Einzige, was uns noch beschützen kann. Was ist das denn eigentlich für ein Block? Wiedererscheinender Block. Wow, das ist Gefahrenzone, oder was? Oh ja, wenn man hier steht, ist es auf eine Gefahr. Okay, weißt du was, Sally? Lass mal diese Tür hier vorne noch einmal platzieren, damit wir dreifach gesichert sind, okay? Das ist das Beste, was wir machen können. Hier vorne würde ich sagen, ja, ich glaube, das passt eigentlich so vom Ding her. Und hier machen wir einmal noch die Tür hin. Und hier unten, das müssen wir eigentlich alles zubauen. Hier, das bauen wir auf jeden Fall alles zu. Warte, hier kommt eine Wand hin. Zack, 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 zack. Und oben muss auch alles immer gesichert sein. Oben muss immer alles gesichert sein, damit der Void nicht hier durchkommt. Oben muss am meisten gesichert sein. Ganz genau, Alter. Junge, denkt ihr, der Enderdrache hat diesen Void-Tsunami erstellt vielleicht? Welches ist der Enderdrache? Junge, stell dir vor, der Enderdrache ist hier vorne reingekommen. Der ist in die normale Welt gekommen. Nein, bitte nicht. Ey, wie krass wäre das denn? Wow, denkst du, der Enderdrache kann eigentlich entfliehen vom End? Dann könnte er einfach in unsere Welt leben und in unserer Welt ist er vielleicht noch mächtiger. Also, das wäre schon heftig, Leute. Aber ich glaube nicht, dass es passiert ist, oder? Freunde, wir werden noch später herausfinden, wer diesen Void-Tsunami, wer den ausgelöst hat. Willi, wenn du das warst, ne, mit deinem Mega-Pups, vielleicht hast du dann so einen Void-Tsunami ausgelöst. Also, ich kann das erklären. Nee, niemals hast du das, oder, Billy? Nein, doch, niemals. Das hat Billy bestimmt. Oh, Freunde, einfach alles ist lila. Das ist so verrückt. Diese ganzen Blöcke machen mich echt verrückt. Ja, aber das sind die einzigen Blöcke, die uns wirklich schützen können. Ich find's cool. Weißt du was? Ich mach mal hier vorne meinen Platz rein. Mach mal die Tür nicht, die Wand hier okay, nicht zu, weil ich mach hier mein Zimmer hin. Tschüss. Nein, nicht zubauen. Ich mach hier mein Zimmer hin. So, wir platzieren hier überall oben die Void-Blöcke. Boah, mein Zimmer wird das coolste, ich sag's euch. So, zack, 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 zack. Und hier vorne an der Seite. Und hier machen wir alles noch auf.
kommen hier vorne noch die Void-Blöcke hin. Und zack, 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 zack. Und dann kommt hier mein Zimmer hin. Ich brauche ein Gaming-Set, aber ich brauche so viele Sachen, mit denen ich leben kann. Weil sonst, Leute, wisst ihr, was passiert, Mann. Wenn ich hier für immer bleiben muss ohne Gaming-Set, dann kann ich keine YouTube-Videos mehr machen, Junge. Ich darf auf jeden Fall heute nicht draufgehen und nicht vom Void verschlungen werden. Das wäre sowas von schrecklich. Leute, ein Void-Tsunami. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. In Simukri City hatten wir ja schon mal ein paar Mal Erfahrung mit dem Tsunami gesammelt, ja? Aber doch nicht mit einem Void-Tsunami. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Oh ja. Ich hatte hier gerade Sicherheitskamera. Ich hätte nicht mal von einem Lava-Tsunami so viel Angst wie von einem Void-Tsunami. Ja, ich auch nicht. Ey, Pidi, warte mal, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Okay, was war der Code nochmal? Bro, es war 1, 2, 3 der Code. Das habe ich jetzt 10 Mal gesagt schon. 1, 2, 3, Pidi. Oh, oha, mein Pidi, du musst es merken. Code, okay. Ha, warte mal, er weiß den Code. Sehr gut, dann würde ich sagen, gibt es einen und dann haben wir den Code bestimmt. Zack, 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 zack. Hier ist der Boden, Leute. Und den Boden muss ich, den Boden mache ich hier bei mir natürlich aus blauer Wolle. Wenn ich blaue Wolle hätte, wo ist blaue Wolle, Leute? Hat jemand von euch noch blaue Steine oder sowas? Blaue Concrete, blauen Beton, das wäre super. Ey, bitte, du brauchst keine Kameras hier bei mir im Wohnzimmer. Ist das dein Zimmer hier vorne? Überall. Wir brauchen eine Küche, damit wir Essen kochen können, damit wir nicht verhungern, Junge. Wir brauchen eine Farm und alles, damit wir hier für immer in diesem Bunker bleiben können. Alter, was ist das denn hier vorne? Ja, das habe ich da hingemacht, hier sind Stacheln. Falls jemand sich nicht benehmen wird, so wie Bi und alles vollpupsen wird im Bunker, damit sie da in die Stacheln kommen. Was? Hier vorne in die Stacheln? Das willst du mir wirklich antun? Oh, danke, Nelly, für die ganzen blauen Blöcke. Die sind super. Ich habe übrigens noch Nummernschlosstüren. Nummernschlosstüren? Ja, okay, wir haben ja aber schon genug. Wir haben schon genug. Passt, 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 passt. So, ey, willst du ins Zimmer absperren oder was? Oh ja, yeah. Keiner darf rein. Okay, warte, ich habe mir auch mal solche Kameras. Leute, schaut euch das mal an. Jetzt habe ich hier vorne eine Überwachungskamera. Ich gehe mal kurz nochmal raus, Nelly. So, 1, 2, 3. Und zack, let's go. Und Freunde, ich gebe jetzt mal hier vorne eine Kamera hin an dem Baum, damit ich immer Bescheid weiß, falls der Tsunami kommt, ja, Leute? Dann werde ich hier immer auf das Meer achten. Der kommt auf jeden Fall von der Seite. Da hinten ist ja das Villager-Dorf auf der Insel da. Und die haben uns einfach Bescheid gesagt in den Nachrichten, Junge. Habt ihr gesehen, wie riesig der war? Das war kein normaler Tsunami. So, ich habe jetzt verbunden, die Kamera. Mal schauen, ob es funktioniert. Oh ja, es funktioniert, Leute. Live. Wir haben 7 Uhr morgens und wir werden mit solchen Nachrichten überrascht. Also wirklich, das geht gar nicht, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder rein. 1, 2, 3. Und falls der Tsunami kommt, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Dann müssen wir fertig sein. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, Nelly. Oh ja, ich glaube auch. Meinst du, machst fertig? Wir haben fast gar keine Zeit mehr, Leute. Ich glaube, gleich ist es soweit und der Tsunami wird kommen. Vielleicht noch 5 Minuten oder so. Ich bin so gut wie fertig. Billy, was hast du da für ein Zimmer hingemacht? Der Code ist ja cool. Ich habe einen Code herausgefunden, Billy. Der war ja voll einfach. Ja, egal. Aber nicht, du hast den Code 123 eingegeben. Und warum ist da oben eine Toilette? Ja, kann man auch hier Toilette machen. Junge, du hast das kleinste Zimmer. Warum willst du so ein kleines Zimmer haben? Du hast hier doch genug Platz. Du musst hier... Nein, ich habe Platzmangel, du weißt doch. Nein, du kannst doch dein eigenes Zimmer hier hinbauen. Das ist keine... Du musst nicht, ja, kannst okay, hier, du brauchst keinen Platz zu sparen. Ich nehme mit enger. Ich weiß nicht, das ist mir zu viel Platz. Ich glaube, ich mach's noch enger. Nein, mach's nicht, Billy. Das ist doch verrückt. Oh Mann, das ist doch nicht normal, Leute, oder? Oh Mann, Billy, ganz ehrlich. Ich weiß, dein Haus ist richtig klein und du magst es auch so richtig eng. Aber Billy, jetzt mal ganz ehrlich, du kannst jetzt auch mal dir ein bisschen Platz gönnen, ja? Du musst dich mal ein bisschen umgewöhnen. Weil, guck mal, wir leben alle in großen Häusern und du hast so ein kleines Haus. Ja, echt, Billy, du musst dir mal ein großes Haus bauen. Ich sperre noch alles hier ab, damit keiner von euch hier reinkommt. So, Junge, Billy, warum willst du uns da nicht reinlassen? Wir leben doch gemeinsam. Nein. Wo sind eigentlich unsere anderen Freunde, Orksi und so und Sim Lucky? Stimmt, was ist mit Lea? War die heute nicht bei dir zu Hause? Nee, irgendwie nicht. Ich hoffe, die werden irgendwie auch einen Weg finden heraus. Ja, entweder die hauen ab mit dem Flugzeug aus der City oder Nelly darf bei mir schlafen, Ukri nicht. Nelly darf. Wer will bitte in deinem Zimmer schlafen? Da ist überhaupt kein Platz. Wie willst du da schlafen? Zeig mir mal, wie du in deinem Zimmer schlafen willst. Komm, zeig her. Also, zack, zack, zack. 7, 2, 3. Okay, und jetzt? Wie schläfst du da? Dann mache ich einfach so. Und wo schläft der Zweite? Auf dir drauf, oder was? Auf der Toilette. Ja, auf der Toilette drauf. Kann man doch nicht schlafen, Billy, was redest du? Dann halt auf, auf der Toilette. Drauf. Nein, okay. Auf keinen Fall, keiner will... Billy, mach mal die Stacheln hier weg, Junge. Wie können du hier nicht in Stacheln im Haus leben? Bist du verrückt? Ist ja na, ultra gut, gefährlich, Mann. Aber auf gar keinen Fall reinkommen, okay. Ja, okay, ja, Billy. Ich glaube, Billy will nicht gestört werden beim Pupsi machen, aber die Stacheln müssen wieder auf jeden Fall weg, Mann. So, mein Zimmer wird ein bisschen größer, Freunde. Ich baue das hier vorne hin und es wird richtig, richtig nice. Vertraut mir, Leute. Aber erstmal muss ich hier vorne alles blau machen, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. Schreibt mal in die Kommentare, was ist eure Lieblingsfarbe? Ey, Billy, was soll das? Das ist nicht lustig. Hör auf, mich zu stören. Wenn der Tsunami gleich kommt... Okay,
Okay, alles gut. Der Tsunami ist noch nicht in Reichweite, aber wenn er gleich kommt, Billy, dann müssen wir fertig sein. Ich will mein Zimmer dann fertig haben. Ich kann sowas Ehrenloses machen. Schau mal wie in meine Ehrenlos? Hand. Hey, was meinst du? Hinter dir. Bedrock? Ey, willst du hier alles zubauen oder was? Nee, ich will dich zubauen. Ey, das darfst du nicht, Junge. Wir müssen im Team arbeiten. Das ist wirklich ein bisschen zu Ehrenlos. Bedrock kriegt man nie wieder weg im Survival-Modus. Ist euch schon klar, oder? Ja, das ist krass, Leute. Bedrock ist eigentlich am sichersten von allen. Aber denkt ihr, Bedrock... Bedrock-Mauer oben, okay? Ja, aber denkt ihr, Bedrock wird vielleicht vom Void zerstört, weil ich meine, Void ist krasser als Bedrock. Void ist das Nichts und im Nichts gibt es auch kein Bedrock. Deswegen, es kann sein, dass Void krasser als Bedrock ist und Bedrock zerstören wird. Aber zum Glück haben wir hier diese Void-Steine bekommen. Die sind auf jeden Fall sicher vor, Void, hoffentlich, Leute. So, mein Zimmer muss ich noch schnell zu Ende bauen. Freunde, es ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. Mal schauen, was da alles zerstören wird, der Tsunami. Und ich sage euch ganz ehrlich, Junge, ich finde die Basis, die sieht jetzt nicht unbedingt so cool aus, oder? Ja, wir hatten schon wir hatten schon coolere Basen gebaut, oder, Uki? Ja, ich glaube schon. Aber es reicht auf jeden Fall. Hauptsache, es muss sicher sein. Aber sowas hatten wir auch noch nie, dass hier einfach so ein riesen Tsunami auf uns zukommt. Oh, Mann. So, das hier vorne wird meine Tür sein. Schaut euch das mal an. Das sind Blöcke. Wenn man die antippt, verschwinden die einfach. Und dann kann man hier durch und dann geht die Tür auch wieder zu. Das ist ja voll nice, oder? Ja, aber okay, du hättest einfach eine normale Tür platzieren können. Okay, hast recht, Ellie. Aber ich finde, das sieht cooler aus. Guck mal, kann ich einfach lang gehen. Boom und zack. Ah, aua. Oh, und dann schießt das sich von automatisch. Okay, ich komm mal nach oben. Ich muss dir was zeigen. Okay, warte, ich komme gleich. Ich muss hier eigentlich noch Regale und so hinbauen. Und was haben wir hier? Alarmanlagen. Ey, Leute, ich platziere hier vorne die Alarmanlage, falls der Tsunami kommt, dass die angeht, okay? Mal schauen. Hoffentlich wird es funktionieren. So, zack, zack, zack. Wie, was willst du mir denn zeigen da oben? Komm nach oben, komm nach oben. Okay, ich will da nicht hochgehen, das ist bestimmt was Schlimmes. Okay, zeig her, Billy. Oh, nochmal gesichert. Oh yeah. Hey, haben wir das jetzt irgendwie so 5000 Mal gesichert oder sowas? Oh ja, keine Chance für den Tsunami. Leute, denkt ihr, der Tsunami kann erstmal durchs Bedrock, okay? Guck mal, wir gehen durchs Bedrock, danach hier durch. Alter, niemals, oder? Bam. Niemals. Danach hier durch diese Tür. Zack, die machen wir auf. Woho, oh, da geht's hier nochmal runter. Ey, warte, Leute. Hier müssen wir nochmal hier was reinbauen, okay? Wir dürfen nicht vergessen, alle Türen zu schließen, ne? Ja, auf jeden Fall, Billy. Guck mal, hier vorne machen wir noch was hin. Hast du noch eine Falltür? Dann können wir hier noch eine Falltür hinmachen. So. Ich nicht, aber Nelly, glaube ich. Nelly, hast du noch eine Falltür? Oh ja, warte, lass mich da eine sichere Falltür platzieren. Ja, so eine bunkergesicherte Falltür. Dann haben wir hier irgendwie fünf Wege und ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall sicher genug sein, um den Tsunami aufzuhalten. Hoffentlich, Leute, das werden wir ja gleich sehen. Oh, hoffentlich, Mann, ist das Glas auch stark genug. Vielleicht mache ich da auch eine Mauer drum. Nee, da haben wir kein Sonnenlicht mehr, das wäre gar nicht gut. Ja, Leute, okay, haben wir hier eine Küche, sehr gut. Haben wir Essen? Ey, Leute, holt mal das ganze Essen, was ihr bei euch zu Hause habt und lasst es alles umlagern, okay? Nee, wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt platzieren. Okay, warte. Ich gebe den Code ein hier. 1, 2, 3. Hör, funktioniert nicht. Leute, was habt ihr denn für einen Code jetzt dahin gemacht? Von unten können wir es nicht öffnen. Warte mal, wir müssen von unten auf den Code machen. So, jetzt müsste es geklappt haben. 1, 2, 3. Bam. Hoch. Dann können wir hier durch. Oh, ich steck fest. Kommen wir nicht durch. Let's go. Let's go, Leute. Ich steck fest. Nee, das ist keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ich muss das wieder wegbauen. Ah, ich habe eine Idee, wie wir es hier sicher machen können. Mit diesem Block hier. Boom. Den können wir aufmachen und dann verschwindet der wieder. Ich glaube, der Block ist auch richtig sicher. Aber was passiert, wenn man da drin ist und der wieder zurückkommt? Ich glaube, da wirst du zerquetscht. Okay, lieber nicht ausprobieren. Ja, okay, hast recht. Was passiert, Billy? Alles gut bei dir? Du bist zerquetscht? Okay, gut. Alles gut. Okay, dann würde ich sagen, let's go, lass uns rausgehen. Eine Essensfarm. Warte mal. Funktioniert das? Sehr gut. Was hast du angepflanzt, Billy? Sag mir nicht, du hast Pupsibohnen angepflanzt. Tomaten und rote Beete, genau. Stimmt wirklich. Keine Pupsibohnen, wir wollen das nicht essen. Oh, ja, Mann. Das sind keine Pupsibohnen. Okay, hoffentlich, Leute, ja, weil Billy ist manchmal echt verrückt, der isst Pupsi und sowas. Das wisst ihr doch. Der ist manchmal richtig verrückt, Junge. So, was haben wir hier für eine sichere Tür eigentlich? 1, 2, 3. Das ist, glaube ich, unmöglich, dass das Tsunami da reinkommt, ganz ehrlich. So, lass uns mal ganz, ganz schnell was zu essen von zu Hause schnappen. Alles in den Kühlschrank lagern, ja? In den Gefrierschrank, damit wir das alles essen können und nicht verhungern da drin. Das wäre super gut, Leute. Was haben wir noch alles im Kühlschrank bei mir zu Hause? Und mal schauen, Leute. Und Wasser. Ein Speck-Sandwich. Ernsthaft? Oh Mann, damit werden wir es niemals überleben. Das esse ich einfach jetzt auf. Wie auch immer, Leute. Ich glaube... Wir haben nicht mehr viel Zeit, Billy. Oh, das schon die ganze Zeit. Warte mal. Ich check mal noch meinen Kameramonitoren ab, ob der jetzt in der Nähe ist, der Tsunami. So, ja, hier haben wir unsere Kamera. Schaut mal da vorne, bin ich einfach selber, Leute. Mach mal so einen kleinen Mord hier. Was passiert da, Leute? Was mache ich da? Hallo, hey, stopp.
Oh, hey, was machst du da? Nix. So, Leute, ich würde sagen, es wird Zeit. Wir müssen uns verstecken, weil ich glaube, ich sehe schon einen Tsunami. Seht ihr einen Tsunami? Nee, ich sehe noch nicht den Tsunami. Oh, ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass... Was ist das denn? Alter, das sind irgendwelche Void-Monster. Yo, was geht ab, Bro? Bro, das sind keine Bros, die sind, glaube ich... Ah! Billy, schlag kaputt dieses Teil, Alter. Hey, was ist bei dem los? Ich will die mitnehmen. Ey, die sind unzerstörbar, das ist Void. Pass auf, Billy, nimm die nicht mit, die sind gefährlich. Warum haben die sich alle auf mich fokussiert? Lass mich in Ruhe. Was geht da ab? Ich helfe dir, Juri. Ja. Was hat der gedroppt? Schau mal, was ist das? Ja. Alter, ich glaube, die kommen vom Void-Tsunami. Und irgendwas ist im... Ich glaube, im Void-Tsunami ist ein riesiges Monster, Leute. Ein Void-Fragment. Ey, Leute, wir müssen uns ganz, ganz schnell ausrüsten. Das ist bestimmt ein riesiges Void-Monster im Tsunami. Okay. Lass uns ganz schnell ausrüsten. Komm, wir müssen schnell hier rein. Und warte, ich schau mal, ob ich irgendwelche Rüstung noch bei mir zu Hause habe. Leute, das geht gar nicht klar. Ein Void-Monster wird wahrscheinlich uns gleich erwarten. Das waren so die kleinen Wächter oder sowas. Ja, das kann sein, dass das die kleinen Handlanger waren und gleich so ein riesiges Void-Monster aus dem Tsunami kommt. Ja, deswegen müssen wir auf jeden Fall gewappnet sein. Freunde, bitte, habe ich irgendwas... Ja, Goldäpfel, sehr gut. Und Rüstung habe ich auch. Das ist sogar Void-Rüstung. Ey, Leute, habt ihr die mir gegeben, oder was? Boah, sieht hier krass aus. Die hat sie dir gegeben. Ey, die ist ja richtig heftig. Z-Bonus haben uns... Boah, die macht ja richtig, richtig gut hier. Eine richtig gute Defense, Alter. Okay, Leute, würde ich sagen, wir sind bereit. Falls der Void-Tsunami kommt, wir haben Void-Rüstung, wir haben Void-Schwert, wir haben alles, Leute. Kommt her, Alter. Kommt her. Okay, schau mal, man macht so Laser. Zeig mal her. Warte, wir brauchen einen Mob und dann kannst du das sehen. Okay. Lass schauen, ob der Void-Tsunami schon kommt, Leute. Ich glaube, er kommt jetzt, Freunde. Die Zeit ist abgelaufen. Alter, was ist das da hinten? Seht ihr das? Oh nein. Hier müffelt es richtig. Hier müffelt es. Hört ihr das, Leute? Was ist das? Da fliegen irgendwelche Wale, Void-Wale oder sowas. Seht ihr das? Alter, wie verrückt sind die denn? Hey, aber ich glaube, die sind lieb, oder? Ja, ich glaube, die sind auch lieb, aber die haben richtig Angst wahrscheinlich auch vom Void. Oder vielleicht leben die in diesem Void. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, Leute. Aber wenn das hier unser letztes Sekündchen hier auf der Erde ist, in Simuchri City, dann würde ich sagen, müssen wir noch eine Sache machen. Leute, kommt her, wir umarmen uns alle. Auf keinen Fall, Ukri. Warte mal, was? Ich umarme mich gerne mit Ellie. Oh, komm her. Nein. Leute, das ist vielleicht unser letztes Mal hier in Simuchri City. Deswegen werde ich jetzt nochmal zu McDonald's gehen. Zu McDonald's? Warum das denn? Ja, einfach so. Was ist das denn? Endermieten. Warte, Jig-Jack. Nee, warte. Komm mal, weil das jetzt das letzte Mal vielleicht ist, dass wir uns sehen. Wollen wir uns vielleicht... Nein, Ukri, wollen wir nicht. Okay, tut mir leid. Ukri, oh, wo kommt ihr hin? Weg mit denen. Zack. Alter, ey, wir können echt so Laser schießen. Das ist ja mega cool. Das ist richtig cool. Mit unserer Rüstung. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber... Hilfe! Ich muss hier weg! Weg hier! Leute, verschwindet! Haut ab! Ihr dürft nicht draufgehen! Alter, hier spawnen irgendwelche Kreaturen durch den Void-Tsunami. Das ist ja richtig verrückt. Attackier ihn! Komm schon, du schaffst das! Alter, das ist auch so ein Void-Golem oder sowas! Boom! Ich krieg ihn! Ich schaff das! Er ist sich teleportiert? Alter, pass auf! Hau ab, Billy! Leute, einfach ein Void-Golem, Alter! Aber keine Sorge, wir schrien nicht, Junge! Bam! Zack, das ist ja mega schwach. Deine Schläge haben keine Chance gegen uns. Komm, ich platziere noch ein paar Stacheln. Bam. Alter, wir haben ihn hops genommen, Leute. Let's go. Das ist richtig stark, unsere Rüstung. Ja, das ist sie. Aber das war richtig knapp. Schau mal, was das gegeben hat. Was ist das, Billy? Zeig mal her. Nein, schau mal. Was ist das? Du saugst uns an. Du saugst mich an, Billy. Hör auf damit. Das gehört mir. Oh, Mann. Gib mal her kurz, Billy. Gib mal her. Okay, yeah. Alter, was sind das für Void-Items? Ups, sorry. Junge. Billy, kommt her. Kommt her. Okay, komm wieder. Leute, kann ich euch so nach oben holen? Was geht ab? Wie bist du so nach oben geflogen? Ich habe so einen Void-Stab. Zack, Alter, ich kann mich einfach nach oben ziehen. Wie krass ist das denn? Ey, kriege mir den wieder. Freunde, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn hier die ganzen Monster kommen, umso mehr Monster kommen, umso mehr wird der Tsunami größer. Oh ja, ich glaube auch. Woher kommt der denn jetzt? Das sind ja voll viele. Oh nein. Die sind ultra stark. Ich hau ab. Freunde, bitte, wir müssen es schaffen. Nein. Der Tsunami ist ultra da. Oh, was ist das denn? Wow, nein, Leute. Ich glaube, wir müssen schnell unsere Basis. Oh nein, der Tsunami ist da. Vergesst die Golems, ignoriert die. Oder warte mal, ich erledige den einen hier noch vorne. Bam, nimm das, Alter. Zack. Oh, der ist echt nicht schwach. Passt auf, Leute. Attackiert den Golem. Zack. Okay, wir haben ihn. Sehr gut.
Oh, der ist ja genau vor uns. Wie riesig ist der? Alter, wie groß ist der? Junge, Junge, Junge. Oh, oh, Leute, alles wird verschwinden. Ganz so riesig. Rennt, schnell, schnell, schnell. Oh nein, schnell rein. Nelly, komm. Rennt. Okay, ich bin gestolpert. Warte mal, was? Oh nein, Nelly. Oh nein. Wie, du bist gestolpert? Nein, okay. Oh, komm her, Nelly. Kommt, Leute. Oh, mein Bein. Ich bin voll mit meinem Bein umgeknickt. Leute, beeilt euch. Oh, da, Void. Nelly, geh da weg. Geh da weg, Nelly, dich berühren. Oh, okay. Nelly. Rein. Nelly, bitte komm. Okay, ich muss da nochmal raus. Nelly, du kannst nicht. Du hast die Void-Rüstung an. Vielleicht können Nelly. Nein. Bitte. Sie hat es berührt, sie ist verschwunden. Ich auf die Ukri, bitte. Nelly, wir können sie nicht mehr retten. Sie ist verschwunden, das Void hat sie berührt. Wenn man einmal von Void berührt, wird es Ende im Gelände. Oh nein, das sieht nicht gut aus, Ukri. Aber vielleicht ist ihre Rüstung Resistenz. Nein. Wir haben Nelly verloren, Leute. Nein. Aber zumindest unsere Basis sicher. Oh Mann. Wir haben Nelly verloren. Okay, dann gehen wir mal hinten wieder Belebungsburschen oder so. Ich weiß nicht, nee, Leute. Alle Trauungsleine, für Nelly, RIP Nelly, Leute, in die Kommentare. Alle Hashtag RIP Nelly. Ich liebe dich. RIP Nelly, Leute, in die Kommentare. Das war's. Nelly werden wir nie wiedersehen. Und wir kommen auch nie wieder raus, das alles kommt mit zu. Leute, stellt euch mal vor, ihr verliert euren Crush einfach. Hast du es gehört? Nelly? Nelly! Nelly! Ich werde niemals draufgehen! Die Void-Rüstung hat mich beschiss! Oh Mann! Nelly. Leute, ich dachte nicht wirklich, dass ich draufgehe! Alter, dann ist ja alles gut! Dann würde ich sagen, rein hier, Freunde! Wir werden jetzt hier ein paar Jahre chillen, bis der Void-Tsunami weg ist! Und ich glaube, wir sind hoffentlich hier sicher! Kommt alle mit, Leute! Kommt alle mit! Oh ja, also das hat echt weh! Ich bin fast verschwunden, ich war kurz weg für ein paar Sekunden! Oh ja, Leute, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft! Nelly ist sicher, Billy ist sicher, unsere Freunde, anderen hoffentlich auch! Freunde, lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke. Und Leute, drückt unbedingt hier vorne auf die Videobeschreibung oben, denn da ist unser neues Merchandise, Leute, mit coolen neuen Sommerdesigns, coolen neuen Poster, coolen neuen Schlappen, coolen Tasten, coolen T-Shirts und Pullis, falls ihr auch die holen wollt für den Winter. Ne, ist ja noch ein bisschen bis dahin, aber könnt ihr euch auch gönnen, Leute. Und jetzt lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke, falls ihr nicht getan habt. Hashtag Void in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Oh ja, da wissen wir, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Alle, die bis hierhin geschaut haben, Hashtag Void in die Kommentare. Oh yeah. Und jetzt drückt auf die nächste Folge. Die hier vorne eingeblendet ist. Kann mich gerne abonnieren, Leute. Und damit, mein Freund, drückt auf die nächste Folge hier vorne. Schnell. Ciao, ihr seid die Besten. Jetzt kommt der denn. Ah, auf die nächste Folge drücken.